weil wir den Motor der Wirtschaft am Laufen halten. In Deutschland und an 64 Standorten weltweit. Dann sage ich hallo und herzlich willkommen live in Offenbach. Das Ganze von Biebershöhen im Sparda-Bank Hessen-Kassel-Stadion. Da gastiert Astoria Waldorf. Astoria Waldorf, naja, sie wollen natürlich weg unten aus dem Tabellenkeller der OFC. Der will die Ausgangsposition natürlich noch ein bisschen verbessern. Und wir sind heiß, noch einmal am letzten Mal zu Hause in der OFC zu sehen. Und wenn ich sage wir, dann begrüße ich ihn. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen, Kasper Lauk. Genau, liebe Leute, ich begrüße euch, ihr Daheimgebliebenen. Und es sind eine Menge daheim geblieben, wenn ich auf die Waldemar-Kleinen-Tribüne schaue, während die Mannschaften sich mit den Fans begrüßen. Und jetzt schauen wir direkt auf die Aufstellung. Ja, sag's uns, du hast dich schlau gemacht. Wer spielt denn beim OFC? Genau, der OFC spielt nach wie vor mit Dreierkette, also Endriss im Tor, dann Dreierkette, wo wir eine Änderung haben. Unser Capitano Benjamin Kirchhoff ist gelb gesperrt und deswegen rückt Schulte für ihn in die Innenverteidigung. Das heißt, wir haben eine Innenverteidigung aus Schulte, Albrecht und Lovric. Dann davor zwei zentrale Mittelfeldspieler mit Hotscher und Zawada. Einen linken Außenverteidiger mit Julian Schäffler und auf der rechten Außenbahn Jan-Hendrik Marx. Und dann davor jeweils links Vierrad außen, rechts außen Vetter und im Sturm Flo Treske. So erwarten wir es. Wir werden es durchgehen, wenn es etwas anders sein wird. Und wir schauen nochmal auf die Auswechselbank. Da haben wir nämlich einige Spieler, mit denen wir reagieren können. Sebastian Brune, den wir hoffentlich nicht zum Einsatz bringen müssen. Dann Marco Ferrokoski, Niklas Hecht-Zirpel, Luka Garic, Gerrit Gulke, Kevin Ekpieder und Jake Hurst. Also eine Menge Offensivpower, die wir dann noch auf der Bank haben. Und wir haben natürlich auch einen Gegner, da mache ich direkt weiter, ohne Luft zu holen, lieber Lars. Da haben wir nämlich den FC Astoria Waldorf unter der Leitung von Matthias Born, der folgende Elf ins Rennen schickt. Jürgen Renner, Pascal Pelowski, Simon Kramnitz, Tim Fahrenholz, Nikolai Groß, Kapitän Andreas Schön, Erik Wegesser, seines Zeichen Top-Torjäger, Nico Hillenbrand, Tabe Nienti, Benjamin Hoffmann und Max Müller. Das ist also der Gegner. Und die Mannschaften bilden gerade Kreise, Lars, und jetzt kann ich Luft holen. Jetzt kannst du Luft holen und wir schauen, dass wir hier den Dreier ziehen, den nächsten Dreier, denn die Heimbilanz, die wäre ja dringend noch auszubauen. Und was mir nicht gefällt, und das zeichnet sich jetzt hier schon ab, Stimmungsboykott. Also man muss diesen Wahnsinn wirklich, das kannst du nicht anders sagen, ich bin absolut nicht einverstanden. Man muss das nicht unterstützen, was dort in der ersten und zweiten Liga gemacht wird. Dort kümmert sich keiner um uns, die ziehen die Kohle ein, ja, und wir bilden aus, müssen einen dritten, einen vierten U21-Spieler immer auf dem Bogen haben, lauter so Scherze, ja, damit die oben richtig spielen können, Kohle verdienen können. Jetzt geht's aber erst los. Gott mit uns, OFC, der ist im Spiel und auf dem Feld. Und dann ein Stimmungsboykott, damit die Erstligisten nicht mehr an einem Montag spielen müssen. Also da habe ich kein Verständnis, das ist eine absolute Frechheit, wirklich. Also wie kann man sowas machen, hier am Biberer Berg ein Stimmungsboykott? Ich bin da ehrlich gesagt nicht einverstanden, sich mit den Bundesligisten solidarisch zu erklären. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, das ist nicht die Meinung des Vereins oder sonst jemanden und ich kann das nicht verstehen, wie am Biberer Berg es keine Stimmung geben kann. Also jetzt habe ich mich genug aufgeregt und jetzt schauen wir, was der OFC dort fabriziert, denn der will natürlich hier möglichst schnell mit 1:0 in Führung gehen. Genau, und fabriziert hat er gerade schon eine erste Offensivbemühung. Das war ein guter Ball in die Spitze von Dennis Schulte Richtung Flo Treske. Der kam leider nicht mehr ganz ran, sonst wäre er da am linken Strafraumeck recht aussichtsreichen Position gewesen. Und so gibt es Abstoß vom Tor von Jürgen Renner, dem Keeper der Astoren, die ja einen heftigen Aderlass diese Saison hinter sich hatten und deswegen auch auf dem letzten Tabellenplatz sind, haben unter anderem ihren Top-Torjäger nach Saarbrücken verloren. Und das ist halt eine finanzielle Power, die wir nicht haben, mal eben einen Top-Torjäger zu verpflichten aus der Liga. Das geht leider nicht, das hat Saarbrücken gemacht. Und ja, dafür halten wir ganz gut mit. Und jetzt wurde gerade Kosawada umgerissen. Ich will das aber noch ganz kurz noch mal ein bisschen ergänzen, damit ich da nicht falsch verstanden werde. Ich bin natürlich auch dafür, dass wir hier ordentliche Anstoßzeiten bekommen, dass wir auch samstags spielen. So, das ist ja ganz klar. Ne? Aber dass ausgerechnet die Erst- und Zweitligisten sich darüber beschweren, ja, die große Kohle abziehen, ja, und wir für die sozusagen die Drecksarbeit hier leisten müssen, das verstehe ich wirklich nicht. Man muss das schon trennen. Da beschweren sich ja weniger die Erst- und Zweitligisten als die Fans. Aber doch, es würde doch, der Fanprotest gilt doch
auch darum, jetzt den Erst- und Zweitligisten ihr Montagsspiel wiederzunehmen. Das heißt, die sind dann am Ende die Begünstigten. Aber jetzt schauen wir der UFC, der soll erstmal der Begünstigte sein. Denn Hoxha, der zieht dort ab und dann erst einmal gehalten hier auf Waldorfer Seite. Das ist Jürgen Renner, die Nummer 1 im Tor der Waldorfer. Ja. Also ihr hört den Stimmungsbockert auf jeden Fall, der ist unüberhörbar in seiner Unhörbarkeit. Ja. Absolute Ruhe hier aus dem Fanblock. Aber da können wir noch etwas anderes machen. Die Sparkasse Offenbach, die gibt auch heute wieder Vollgas für den UFC. Sie hat ein tolles Gewinnspiel ausgelobt, wie immer. Und das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Und da sind auch heute unsere Sieger hier dabei. Die werden wir in der Halbzeit dann kurz nochmal hören. Die dürfen nämlich heute hier ganz nah bei unserem Reportertisch sein, sich das Spiel hier anschauen. Jetzt schauen wir aber erstmal, was Waldorf macht. Da kommen sie gefährlich über die rechte Seite. Und dann ist er am Fünfer. Jetzt muss er das Ding reinbringen. Und in Gefahr hinten auf Offenbacher Seite. Endlich weggedroschen. Oh, da schwamm die Abwehr. Das sah nicht gut aus, was der UFC da gespielt hat. Also würde ich sagen, eine erste größere Chance für Waldorf. Ja, Stellungsspielfehler würde ich sagen, Lukas Albrecht, ohne jetzt allzu viel Ahnung von Fußball zu haben, aber das wirkte ein bisschen bocklos, wie er da stand und so den Steckpass nicht verhindern konnte. Jetzt gibt es also die erste Ecke von Astoria Waldorf, die jetzt also die erste gefährliche, richtig gefährliche Chance im Spiel hat. Und jetzt kommt die nächste Ecke, reingesäbelt! Oh, das war die tausendprozentige jetzt. Jetzt haben wir aber Dusel gehabt. Gleich zweimal, also einmal vor der Ecke, einmal nach der Ecke. Kickersbuben, wo seid ihr? Fehlt euch vielleicht die Stimmung? Fragezeichen. Ja, also die schließen sich da vielleicht der Leistungsverweigerung der Waldemar Kleintrübel ein bisschen an. Meine Herren. Aber ich will das nochmal ausführen. Die Frage, die es heute zu beantworten gilt, im Sparkasse Offenbach Gewinnspiel ist, unter welcher Adresse findet man den Mittelpunkt der Welt, nämlich das Markthäuschen in Offenbach? Also wer findet die Internetadresse raus vom Markthäuschen in Offenbach? Offenbach ist ja bekanntlich der Mittelpunkt der Welt. Und ja, der Mittelpunkt Offenbachs ist das Markthäuschen. Und jetzt aber wieder Waldorf. Ich weiß nicht, was unsere Buben da machen. Schlafen sie noch? Aber jetzt kommt der UFC dann über die rechte Seite hinten aus der eigenen Hälfte heraus. Schöner Lauf von Johnny Marx, der das erste Mal dort vorne allerdings falsch abgespielt hat in die Reihen der Grünen. Und das sind die Waldorfer. Gefährlich kommen sie wieder in den Strafraum. Das gibt's doch nicht. Was macht unsere Abwehr da? Also, sie betteln ja förmlich hier um das 0:1. Unsere Buben sind überhaupt nicht auf dem Platz. Ich weiß nicht, da muss der Nikolaus vielleicht mal die Route rausholen. Ja, also wir spielen halt ohne echten Sechser. Wir spielen mit zwei Achtern, mit Zawada und Hoxha. Und jetzt war es schon ein paar Mal so, dass die einfach auf die Dreierkette zurennen konnten, ohne dass da mal ein Mittelfeldspieler sich in den Weg stellt und sagt, Leute, ich helfe euch hier beim Verteidigen. Jetzt kommt die nächste Ecke von der anderen Seite, wieder gefährlich reingesäbelt. Diesmal ist Schulte dazwischen und kann rausköpfen. Und ja, das spielt sich alles tief in der offenbaren Hälfte ab. Da stehen sie ganz, ganz tief hinten drin. Uiuiui, der Tabellenletzte, der macht hier das Spiel. Der hatte hier die beiden Großchancen. Und dass da, ja, hier nur wenige Minuten gespielt sind. Noch nicht einmal 5, also 4,5 Minuten an der Zahl. Ich weiß nicht, also da wäre es jetzt auch ohne Stimmungsbockert ein bisschen ruhig geworden bei so viel Angst, die man jetzt hier gerade als Kickers-Fan haben muss. Und vielleicht haben auch der ein oder andere den Stimmungsbockert so wörtlich genommen, dass sie erst gar nicht ins Stadion gegangen sind, weil das werden nicht viel über 3000 Zuschauer sein, fürchte ich. Und jetzt kommt der Wald, Astoria schon wieder in den Strafraum rückgelegt. Und jetzt hätte es fast noch 11 Meter gegeben. Nee, also ich weiß nicht, was unsere da machen. Leute. Das sieht ganz, ganz übel aus, wie sich der UFC bis hierhin anstellt. In den ersten 5 Minuten, ja, wie soll man das nennen? Desolat oder gar nicht anwesend? Ja, also so spielen wir gegen Testspielgegner aus der Kreisklasse. Also so viel, also das ist jetzt, alle 30 Sekunden haben die einen 100%er bisher gehabt. Und so läuft das Spiel hier gerade ab. Es sind erst 5 Minuten gespielt. Es ist noch viel Zeit zur Besserung. Das ist die gute Nachricht. Und die andere gute Nachricht ist, wir haben noch kein Tor kassiert. Und das ist schon ein bisschen überraschend. Das ist die positive Nachricht des Tages. Es steht 0:0 noch. Das ist der Achtungserfolg unseres Teams. Denn das sieht gar nicht gut aus. 3 Riesenchancen, wie gesagt, in den ersten 5 Minuten für Waldorf. Also ich kann das gar nicht glauben, was ich hier zu sehen bekomme. Aber Kosawala, der hat sich jetzt ein Herz genommen auf Serkan Firat gespielt. Ja, Firat da mit dem Trick. Aber schon die Waldorfer, die hier spritzlebendig sind, bekommen den Freistoß zugesprochen, noch in der eigenen Hälfte, halbrechte Verbindung. Ja, dann sage ich nochmal, die Sparkasse Offenbach heute mit dem Gewinnspiel. Unter welcher Adresse im Internet findet man den Mittelpunkt der Welt, nämlich das Markthäuschen in Offenbach? Wer es weiß, kann schreiben an fanradio@ofc.de und das gleiche gilt auch für die, die Grüße bestellen wollen, fanradio@ofc.de, da geben wir auch Grüße mit über den Sender. Genau, und Grüße würde ich kurz bestellen, weil auf dem Weg hierher aus Mainz habe ich eine Truppe getroffen, die heute zum Kickerspiel gegangen ist. Ein Junge davon ist Kickers-Fan, der Rest hat einfach immer seine Mannschaft mitgenommen und da konnte einer aus Verletzungsgründen oder aus Krankheitsgründen nicht mitkommen, das ist der Marian Ristow und den wollten sie gegrüßt haben. Also Marian Ristow, liebe Grüße an dich und gute Besserung, der konnte heute leider nicht mitkommen. Ansonsten hoffen wir, dass die Jungs hier einen schönen Nachmittag verleben und einen Sieg unserer Kickers sehen.
extra aus Mainz angereist. Und da drücken wir jetzt mal die Daumen. Bisher sieht das nicht so wahnsinnig toll aus. Die ersten Grüße, die kommen vom Dennis. Der schreibt, vielen Dank für die tolle Arbeit in der laufenden Saison. Und hat natürlich die richtige Antwort. Ist mit in der Gewinntrommel, in der Lostrommel sozusagen dabei. Aber was das heutige Gewinnspiel angeht. Jetzt aber Dennis Schulte. Der OFC kommt über die linke Seite in das Zentrum gespielt. Serkan Firat durchgesteckt auf Schäfler. Das ist jetzt die Möglichkeit. Und abseits, abseits hat er da gepfiffen. Und ganz ehrlich, das kann auch richtig sein. Das kann schon durchaus sein. Aber das war mal eine strukturierte Offensivbemühung. Die erste überhaupt. Ja, ja, eigentlich schon. Wenn man es so wirklich ernst nimmt, dann schon. Vielleicht ein Zeichen für unsere Jungs. Hey, das ist ja jetzt gar keine Übermannschaft, so wie wir uns bisher angestellt haben. Könnte man ja sogar nochmal da was ziehen. Aber es ist natürlich schon recht überraschend, wie Astoria Waldorf hier auftritt. Da haben sie unsere Jungs wirklich, man kann es nicht anders sagen, überrascht. Und ja. Ja, also ich meine gut, es ist ja erst nur ein paar Minuten gespielt, aber, das erinnert mich schon an die Spiele, ja wie wir sonst auch gegen Tabellenletzten spielen. Ich erinnere an Baunatal, an Herborn, an Haiger, an Limburg, alles was wir hier schon erlebt haben. Wir haben hier gegen Tuspo Ziegenhain verloren, all solche Scherze. Aber gut, das wollen wir alles nicht sehen und nicht hören, denn jetzt kommt der OFC über die linke Seite mit Serkan Firat. Der nimmt den Ball erst einmal mit, zwei, dreimal über den Schlappen hat er fallen lassen und dann ist er weg. Meine Herren, die Waldorfer da einfach ein Ticken schneller, auch wenn Kosa Wada sich jetzt des Leders bemächtigt und Serkan Firat den Ball ins Ausschlägt. Eieiei, ja, da läuft noch nicht alles rund, um ehrlich zu sein, da läuft fast gar nichts rund. Ja, wobei, das war jetzt schon der zweite flüssig vorgetragene Angriff oder Angriffsversuch. Weißt du, das muss man halt sehen. Ja, davor haben wir 100% dafür was Waldorf zugelassen und auf einmal fangen wir jetzt mal wieder was mit dem Ball an. Das ist doch schön, wenn das jetzt so anfängt und so muss man sich in ein Spiel hineinarbeiten, langsam das Selbstvertrauen wieder aufbauen und solche Ballgewinne ziehen. Das hilft natürlich auch. Hotschan, da muss jetzt abziehen oder rechts rausspielen. Genau, das macht auch. Da geht er bis zur Grundlinie, Johnny Max, da kommt die Flanke in die Mitte rein. Und das wäre jetzt vielleicht die Möglichkeit noch einmal nachsetzen, der zweite Ball. Hotschan, oi, da geht er ins Gebälk. Andersrum gepfiffen, weiß ich nicht. Also, allerhöchstens ist das vielleicht noch ein Freistoß für uns, andersrum schon gar nicht. Ja, also für die später eingeschaltet haben, knapp 9 Minuten gespielt. 0-0 steht es noch und das ist das Positive aus offenbarer Sicht. 3 große Chancen für Waldorf. Das ist kein Scherz, darüber macht man keine Scherze. Und absoluter Stimmungsboykott hier, Solidarität mit den Erst- und Zweitligisten, die hier für bessere Anschlusszeiten demonstrieren, dass wir da mitmachen müssen und unsere Mannschaft bestrafen, kann ich nicht verstehen. Aber gut, wie auch immer. Nur damit das auch die hier später eingeschaltet haben, verstehen, warum es hier heute so ruhig ist, wie es nie zuvor ruhig war, kann ich nicht kapieren. Das geht einfach bei mir nicht zusammen. Biberer Berg ohne Stimmung von Fans, das geht einfach gar nicht. Ja, wir hatten ja schon ein paar Mal so Stimmungsblockade. Ja, mal eine Viertelstunde oder 11 Minuten, ja, aber eine ganze Halbzeit. Ist schon ziemlich heftig. Das ist deftiger Stimmungsblockade. Das ist schon hart für unsere Mannschaft. Ich weiß auch nicht, ob sie das so macht man das Heimspiel zum Auswärtsspiel. Ne? Ja, also klar, kochen. Auswärts sind wir ja eh stärker als zu Hause. Also insofern kann das was werden. Jetzt vielleicht die Flanke. Schäffler rüber auf die linke Seite. Das ist im doppelten Sinne eine gute Taktik, weil wenn Astoria Waldorf gewonnen hat, dann immer auswärts. Die sollen sich schön heimisch fühlen, indem wir hier gar keine Stimmung machen. Und so, da seht ihr übrigens unser Klassebild eingeblendet. Ja, der Kasper zeigt an, was von dem Spiel zu halten ist. Hier, das seht ihr das jetzt gerade auch im Web. Ja, mehr ist es momentan nicht, aber gut, wir schauen mal. Denn das Gute an dieser ganzen Geschichte ist ja, es kann nur besser werden. Ja, aber es ist ja auch schon in den letzten Minuten besser geworden. Hast du in den letzten 2 Minuten eine 100%ige für Waldorf gesehen? Ja, nein, Lars, klare Steigerung. Das ist eine Riesensteigerung, 100% Steigerung. Aber jetzt kommen sie wieder, die Waldorfer. Da wir es sagen, strafen wir uns Lügen, aber dann erstmal gut aufgepasst von Lukas Albrecht. Der auf Serkan Firat spielt. Ja, aber wo soll er hinspielen? Nicht so viel fummeln. Uiuiui, aus dem Zentrum heraus zurückgespielt auf Albrecht. Und dann soll die Seite gewechselt werden. Halbrechte Verbindung. Dann müsste es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Im Zentrum wieder Serkan Firat. Dann hat er auf Außen vor der Waldemar Kleintribüne. Dort, wo es sonst nur so rauscht und rumst und jetzt so leise ist. Und dann wird aus lauter Verängstigung der Ball wieder zurückgespielt auf Daniel Endres. Nee. Ich kann mich mit diesem Spielchen hier nicht anfreunden. Ja, es ist noch nicht so wirklich erwärmend. Aber unsere Jungs mühen sich rein in die Partie und... Das ist wie beim Tennis hier, ganz ruhig hier. Im ganzen Stadion ist nichts. Ja, bislang ist das auch noch nicht wirklich Fußball, was unsere... Ich höre unseren Kameramann atmen, so leise ist es hier. Ja, das muss man ja kurz erklären, das würde jetzt unsere Zuhörer, die von Anfang an dabei waren, vielleicht irritieren. Du hast ja gesagt, wir hätten jetzt eine neue Kamerafrau, Kommt gleich, Andreas Fey ist ein Oldie und der arbeitet sie sozusagen ein bisschen ein. Und gleich werden wir den Wechsel machen und du wirst mal sehen, wenn die Kamerafrau dann kommt, dann rumst hier nur so von Toren. 1, 2, 3, dann ist die Kickers dabei, so, das sollst du mal sehen. Also der Andreas, der gibt gleich die Kamera ab hier und dann wirst du mal erleben, wie das hier vorangeht. Das machen
ja auch Tabellenerste in der Bundesliga. Erstmal da jemanden hinzustellen, der den Gegner müde macht und dann jemanden Joker einzuwechseln, der die Tore macht. Und jetzt schauen wir mal, jetzt kommt nämlich der OFC. Jetzt ist die Praktikantin schon fast an der Kamera und schon gehen wir in die Offensive. Kosawala verteilt das Spiel schön links raus auf Schulte. Vierrad, der ist ja eh überall. Ich glaube, da kannst du als Trainer, wirst du auch so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, weil egal, wo du den hinstellst, der ist halt einfach überall. Kosawala, verschätzt sich da und so. Astoria Waldorf holt sich die Kugel. Schulte stellt einen Körper dazwischen. Der Schiedsrichter, haben wir noch gar nicht verlesen, das ist der Manuel Bergmann mit Assistenten Michael Hieber und Stefan. Serkan Firat, Slalom geht er da vorbei. Rechts, links, jetzt immer noch 15, 20 Meter. Jetzt geht er Richtung 16er. Abgelegt, Hotscher gesucht und dann der Fehlpass. Donnerschlag, Serkan Firat zum dritten Mal. Jetzt schon solcher Bock. Meine Herren, also Querschläger da hinten. Schulte. Ja, ganz wichtig, was Schulte da gemacht hat. Ja, aber da ist er aber über die Stiefelspitze gerutscht und beinahe. Jetzt da noch ein bisschen geklemmt. Oh, jetzt doch Anfeuerungsrufe. OFC. Das fände ich gut. Danke, Kickersbuben. Das fände ich gut. Einige haben sich hier doch entschlossen, hier die Kickers anzufeuern. Und das tut auch wirklich Not. Ja, also unsere Jungs brauchen die Anfeuerung, brauchen irgendeine Art von Rückendeckung, weil da siehst du schon eine Menge Verunsicherung gerade. Also Serkan Firat geht da an drei Männern vorbei. Und in dem Moment, wo er anfängt und Zeit hat nachzudenken, was er tut, ja, entscheidet er sich falsch. Es ist immer schlecht, wenn ein Fußballer anfängt nachzudenken. Naja, wenn du selbstbewusst bist, dann ist folgen. Wenn du selbstbewusst bist, dann ist Nachdenken gar nicht so verkehrt. Dann siehst du verschiedene Optionen und entscheidest dich richtig. Wenn du aber verunsichert bist, dann siehst du verschiedene Optionen und ja, hast halt Angst vor der Auswahl und dann scheiterst du. Ich weiß nicht, ob es bei Serkan jetzt genauso war. Jetzt haben wir übrigens gerade Einwurf vor der Trainerbank von Daniel Steuernagel. Scheffler weiß überhaupt nicht, wo er den Ball hinwerfen soll. Also diese Formation, so wie sie heute besetzt ist und bespielt wird, bietet uns selber gerade ganz wenig Anspielstation. Jetzt Mike Vetter, ja, was macht er denn? Da versucht er... Eieiei, rustikal, griechisch, römisch, versuchen sie es jetzt hier. Eieiei, den Mike Vetter hier auszuhebeln. Aber das wird so nicht funktionieren. Aber es gibt sogar Freischuss andersrum. Tatsächlich für Astoria Waldorf. Wer auch immer das verstehen mag, ich verstehe es nicht. Wie auch immer, da habe ich hier weitere Grüße vom Reinhard Böhmke. Der hat natürlich die richtige Antwort, ist mit im Gewinnspiel der Sparkasse Offenbach dabei. Ja, und er sagt, unser Spielbericht ist wieder mal um Klassen besser als das Spiel. Ja, ich glaube, das ist auch nicht allzu schwierig, denn das, was wir bis hierhin gesehen haben, das war nicht so wirklich ganz, ganz toll. Und hier kommt noch ein ziemlich langes Mail, das kann ich nicht alles verlesen. Jedenfalls Grüße kommen vom Klaus, die Pauls schreiben da. Das ist jetzt wirklich zu lang, kann ich also gar nicht alles verfolgen. Es muss kurz und knackig sein, dass wir das über den Sender bringen können. Denn der OFC, der muss ja auch was bringen über den Sender und das ist noch nicht so arg. Und jetzt wieder Feste, den Ball verloren von Hodger, bringt die Waldorfer da ins Spiel, der Tabellenletzte. Ja, der konnte hier in den ersten 5 Minuten schalten und walten, wie er wollte, der OFC. Der war noch fest in der Kabine. Ich weiß nicht, vielleicht war er noch irgendwie im Entmüdungsbecken oder sonst wo. Nee, was macht man da so? Auf der Heizung gesessen zum Aufwärmen. Ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber man hat es auch gerade eben gesehen, Waldorf läuft und schon ganz schön heftig an. Die gehen da offensiv drauf. Das ist bei einer Dreierkette immer so ein bisschen unbequemer für uns, also für einen. Also Theorie, in der Theorie hat man einen Abwehrmann mehr zum Spielaufbau. In der Praxis ist das dann gar nicht so leicht, wenn man sich die Kugel nur hin und her schieben kann. Also die Astoren laufen uns gut an und da ist es dann schwer mit dem Aufbauspiel. Jetzt sind sie auch gerade wieder im Strafraum. Hodger kann die Kugel erstmal klären, aber schlecht geklärt. Direkt wieder zu Nienti von Astoria Waldorf, der da in der Innenverteidigung viele Bälle verteilt. Die Nummer 21 kriegt jetzt auch die Kugel wieder zugespielt als hinterster Mann. Wird jetzt aber auch mal ein bisschen angelaufen von unseren Jungs. Von Mike Vetter und Serkan Firat. Ja, aber das wirkt alles so ein bisschen verzagt hinterherguckend. Und man macht halt die Aktion, die man machen muss. Und darüber hinaus, also in der Defensive wirkt das noch so ein bisschen winterstarr oder noch nicht ganz gut aufgewärmt. Und dazu passend natürlich auch der Stimmungsboykott. So, und ich habe weitere Grüße. Grüße aus Rottgau von Michael Tanja. Die sind auch mit dabei. Die wissen natürlich ganz genau, wo das Markthäuschen ist, beziehungsweise wo man es findet. Nicht nur in Offenbach, sondern eben auch im Web. Ja, wer das weiß, der kann schreiben an fanradio@ofc.de. Der Hartmut Rebbich, der grüßt natürlich auch. Weiß es natürlich. Hofft auf 3 Punkte. Und der ist, glaube ich, in Wahlen zu Hause, wenn das in Westfalen ist, wie auch immer. Jetzt gibt es erst einmal Freischuss für den OFC. Allerdings für den Direktschuss noch ein bisschen zu weit. Ich würde zwar verwandeln, aber Kasper, ich weiß nicht, unsere Buben brauchen da 2-3 Stationen für, oder? Ja, du würdest diesen Freischuss in eine Ecke oder ein Tor. Natürlich, was denn sonst? In einen Einwurf verwandeln. Also jetzt vielleicht die Möglichkeit, da kommt die Flanke nämlich vorne rein. Und da läuft er vorbei, Dreske, in seinem letzten Spiel für den OFC. Da muss er den Schädel hinhalten. Das war vielleicht so etwas wie eine Möglichkeit. Aber der zweite Ball,
Serkan Firat, komm, also, er bittet zum Tänzchen, Hacke Spitze, 1, 2, 3. Aber dann die Grünen doch hier am Spielgerät, versuchen jetzt ihrerseits hier vorbeizukommen. Kosawada wird gefällt, weiter geht's. Allerdings, jetzt Astoria Waldorf, ja, Schulte umgemacht. Und trotzdem bleibt der Sieger hier im Zweikampf. Also insofern alles gut und richtig gemacht. Ja, trübe Grüße aus dem Spessart. Es regnet heute ein und so andere Mal von morgens bis abends. Pappel die drei Punkte bei. De Lafischer schreibt das und er weiß natürlich auch genau, die Frage zu beantworten. Und so haben wir viele, viele Einsendungen. Ich kann nicht alles hier verlesen, aber ich versuche mir so ein bisschen einen Überblick zu schaffen. Ach, wie schön, dass es euch gibt. So können wir trotz Krankheit mitfiebern. Grüße an Danny Schilling, die Herdels und die Kickersnasen. Und die richtige Antwort hat sie auch geschickt. Ganz klarer Fall. Und die Ulrike Gröning, die grüßt aus Darmstadt. Ja, und sie will natürlich hier sich nochmal bedanken für die tolle Übertragung. Und Kaspar, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der Darmstädter an sich, der ist Kickers-Fan. Der Grund, vom Grundsatz her Kickers-Fan? Ja, ist er. Ja. Und es mangelt Alternative. Ja, also es gibt da einen Verein, Rot-Weiß Darmstadt, glaube ich. Richtig. Kann das sein? Ja. Und jetzt Astoria Waldorf erstmal im Abseits. Da kann man auch nochmal hingehen, aber das ist, glaube ich, eher so ein Amateurclub, wo man eigentlich eher, da geht man ja sonntags hin, sonntags spielen die, das heißt, heute sind sie wahrscheinlich da. Und deswegen sind hier so wenig Zuschauer heute nur, das ist vielleicht die Erklärung. Also der Christian sagt nochmal, dass die Eltern sollten auch nochmal gegrüßt werden, die Helga und der Franz, das haben wir hiermit auch ausgerichtet, sind dabei mit im Fanradio und auch im Gewinnspiel. Und jetzt kommt der OFC erneut, warum denn das, Kaspar? Du bist fast auf Ballhöhe, war das abseits? Ja, also es muss wohl abseits gewesen sein, ohne dass ich sehe, wie das funktioniert haben soll. Aber es war wohl abseits. Also so hat es zumindest der Kollege Manuel Bergmann, St. Michael Hieber und Stefan Fimpel gesehen. Ich habe Länderpunkte aus Holland, den Niederlanden. Da hört man natürlich auch natürlich OFC-Fanradio. Kröten schreibt, Christian Kröten, und er hat die richtige Antwort. Er bedankt sich für die großartige Berichterstattung, die natürlich international zu hören ist. Und der Holländer an sich, der ist ja sowieso Kickers-Fan. Ja, die haben sogar ihre komplette Sprache an unserer Sprache orientiert. Tatsächlich? Damit sie Fanradio hören und verstehen können. Ja, also wenn du aufs Holländische hörst, ganz, ganz ähnlich wie das Deutsche. Nur damit sie Fanradio hören können. Ich habe auch gehört, der Holländer an sich bemüht sich jetzt Hessisch zu babbeln. Ja, das ist so eine Verunglimpfung des Hessischen, das Holländische. Also jetzt Freistoß für Astoria Waldorf von der rechten Seite. Für den Direktschuss ist das zu weit. Das sind gut und gerne 38 Meter. Da kommt da vorne rein und Eckes, der pflückt die Kirsche runter. Hat den fest in den Fittichen und schnell abgeworfen. Jetzt muss es schnell gehen über die rechte Seite. Zieh. Also 15 Meter und dann Hotscher kommt dann nicht ans Spielgerät. Und schon sind die Grünen und das ist der Tabellenletzte wieder am Spielgerät. Naja, und die können sehr zufrieden sein, haben hier eine überragende Partie bis hier hingelegt. In den ersten 5 Minuten 3 Großchancen. Da war der OFC überhaupt nicht auf dem Platz. Der OFC hat sich mittlerweile in das Spiel geschafft. Aber, es bleibt ganz klar, die Chancen plus, das ist ganz klar bei Astoria Waldorf. Ja, und sie spielen auch besser, muss man so sagen, leider. Also unsere Jungs haben sich ein bisschen stabilisiert von diesem chaotischen Anfang an, das kann man es nicht nennen. Jetzt sagen wir mal, sich hochgearbeitet auf ein schlechtes Spiel. Ja. Also, dann gucken wir hier nochmal, was wir hier haben, weil hier auf dem Feld nicht viel passiert. Grüße aus Dreieich, Hannelore Krämer schreibt die richtige Antwort, ist mit dabei. Und der Christian Philipp, der weiß es natürlich auch. Heute brauchen wir einen Sieg. Gib mir mal, meine lieben Charlotte und Caroline, was ein Gruß. Ich muss dich unterbrechen. Ich wurde hier gerade von den beiden Gewinnspielsiegern auf was ganz Wichtiges hingewiesen. Natürlich können unsere Jungs noch gar nichts richten hier. Haben wir denn schon ausgedrückt, dass wir empfänglich sind? Nein. Na, also an uns liegt's, Kasper. Wir waren nicht empfänglich. Dass das jetzt funktioniert, das liegt an den beiden Gewinnspielsiegern. Weil die haben mich gerade darauf hingewiesen, dass wir noch gar nicht empfänglich sind. Und dann würde ich sagen, bekunden wir jetzt unsere Empfänglichkeit und das Tor widmen wir dann hier unseren Gewinnspielsieger. Genau, ne? Also ich, Lars, bin empfänglich. Ich, lieber Kasper, bin auch empfänglich. Jetzt das 1:0. Liebe Kamerafrau, that's your turn. Sehr schön. Also Daniel Entriss schlägt die Kugel weit nach vorne. Serkan Firat verlängert die Kugel. Flo Treski kommt leider nicht ran, aber Serkan Firat holt den zweiten Ball und Scheffler auf der linken Außenbahn schaut jetzt, wo spiele ich die Kugel hin. Ja, irgendwie ein bisschen uninspiriert nach vorne, die Linie runter Richtung Serkan Firat. Und so wird das dann recht wenig. Ich würde das 1:0 auch erst nochmal bei dir beantragen wollen, Lars. Das hatten wir das letzte Mal schon mal gemacht. Jetzt haben wir aber alles gemacht. Empfänglichkeit bekundet, 1:0 beantragt, Kamerafrau eingewechselt. Also mehr kann man jetzt nicht tun. Ein bisschen was müssen unsere auch dazu tun. Aber bis jetzt hier Astoria Waldorf, die bessere Mannschaft. Die haben das Ding hier nicht nur im Griff, sondern die besseren Chancen gehabt. Der OFC, naja, mittlerweile bemüht er sich redlich. Aber vieles bleibt beim Bemühen. Jetzt aber Mike Vetter, der müsste mal direkt abziehen. Das hat er probiert. Direkt ins Gebälk.
gefälscht. Und so kommt Astoria Waldorf erneut ans Leder. Also man hat den Eindruck, sie sind immer einen Ticken schneller, immer einen Ticken schnell besser. Also es ist nicht zu glauben, wenn man hier die Platzierung in der Tabelle heranziehen wollte. Aber dass das nicht geht, das weiß ja keiner besser als die Fans von Kickers Offenbach. Und wieder so ein schlimmer Bock und die Chance für Astoria Waldorf. Und jetzt klingelt's. Das ist jetzt das 1:0. Da ist er drin. Und das ist hochverdient. Der OFC außer Rand und Band. Ich weiß nicht. Was soll das? Wo sind unsere Buben? Ja, also wem wollten wir das Tor jetzt nochmal widmen, lieber Lars? Also... Ja, wir haben ein 1:0 beantragt, es ist ein 0:1 geworden. Es ist eine Verkettung von absoluter, ja, ich weiß nicht, es ist eine Mischung aus Bocklosigkeit, das muss man auch sagen, und Konzeptlosigkeit. Also Querpass, der kann Vierrad Richtung Dennis Schulte, der niemals ankommen kann. Also wenn ich unsere Jungs nicht kennen würde, ja, wenn ich sie nicht alle persönlich kennen würde, dann würde ich auch sagen, die haben keinen Bock. Ja, das sieht wirklich richtig leger aus, also als ob sie keine Lust hätten. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür kenne ich sie zu gut irgendwie. Ich weiß nicht, was das ist. Es gibt so Tage, wir haben ja auch Fußball gespielt, da gelingt nichts. Aber hier sieht es aber auch alles so behäbig aus und so phlegmatisch. Und guck dir das wieder an, Serkan Vierrad. Es ist ein Zauberfuß, aber was spielt er für eine Scheiße manchmal im Abspiel. Ja? Da holt er den Ball, geht wunderbar vorbei und dann die Abspiele kommen nicht. Also, meine Herren, ich bin für unsere Jungs, ja, und deswegen glaube ich, hier wird noch was passieren und hier muss was passieren, aber unglaublich, nach 22 Minuten 1:0, nur 1:0 für Astoria Waldorf. Das ist unser Fazit. Ja, und also nochmal kurz zur Entstehung des Tores, also Katastrophenfehlpass von Serkan Vierrad, echt wirklich heute einen ganz, ganz rabenschwarzen Tag. Ich weiß nicht, wie viele Fehlpässe er heute schon gespielt hat, ganz, ganz viele Missverständnisse schon. Zu Dennis Schulte, der war halt aufgerückt und dann fehlte einer in der Innenverteidigung. Der weite Schlag von Astoria Waldorf nach vorne. Albrecht versucht mit einem Flugkopfball da irgendwie ranzukommen an diese Kugel. Absolut aussichtslos, dass er da rankommt und so ist halt der Stürmer, ich glaube es war wieder Erik Wegesser, an die Kugel kommen, allein vor Endres und macht die Kugel dann halt rein. Also ich habe hier noch Grüße, das will ich nochmal schnell verlesen. Hi Jungs, vielen Dank für die Grüße. Der Spielverlauf trägt nicht zu meiner Gesundung bei. Ich sag's ja ohne, ja, und danke für euer tolles Engagement und die starken Sendungen. Macht weiter so, macht echt Laune. Grüße an die Jungs aus dem Block 2, Schröder, Kutin, Mons, Espincit und Baumann, obwohl die es sicher nicht hören, denn sie sind ja live im Stadion. Gruß aus Bad Kreuznach an der Nähe. Danke, Marian Ristoff. Und jetzt kommt die Stimmung hier auf. Jetzt hat es auch der Letzte verstanden, dass es nur gemeinsam gehen kann in Offenbach. Wo gibt's denn sowas? Ein Biberer Berg ohne Stimmung. Nein, 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 das darf nicht sein. Und jetzt kommt der OFC rüber. Aber wieder schlecht gemacht mit dem langen Ball. Also hier kommt überhaupt kein Zuspiel richtig an. Hier muss man sich richtig, richtig reinarbeiten. Das wird eine Drecksarbeit heute werden. Aber wenn sie am Ende erfolgreich ist, na, dann sehen wir auch darüber hinweg. Ja, also nochmal ganz kurz die Grüße, die du vorgelesen hast. Ich hatte ja ein paar Jungs in der Bahn getroffen auf dem Weg hierher, die diese Grüße mir aufgetragen haben. Jetzt also die Grüße sozusagen zurück. Sehr schön, dass die also angekommen sind. Und ja, du hast gesagt, die Stimmung kommt jetzt endlich so ein bisschen auf. Das ist halt der unorganisierte Teil der Fanszene, der jetzt halt einfach merkt, ja, wir müssen unsere Jungs halt anfeuern. Schaut euch das auf dem Platz an. Da bin ich auch unorganisiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das Wohl der Mannschaft geht mir über alles hier. Ne? Und hier die Mannschaft im Stich zu lassen, damit die erste und zweite Liga nicht mehr reisen muss an einem Montag, nee, da hört für mich alles auf. Also das ist... Kann ich nicht verstehen. Also liebe Grüße aus der verbotenen Stadt. Grüße meinen Sohn Luis. Mit 6 Jahren ist er schon 3 Jahre kräftig dabei beim OFC hier. Und sie wollen nachher noch mal ein bisschen Stimmung machen hier von der Henninger. Liebe Grüße auch an Dennis Weber, Marcel König, meine Frau Lena und meinen kleinen Bruder und den was weiß ich. Und das ganze Fanradio-Team, ihr seid Weltklasse, schreibt hier auch der Tom. Und jetzt geht es erst einmal weiter mit dem Freistoß. Das Ganze auf Höhe der Mittellinie. Serkan Vierrad auf Kosavada. Da kommt der Ball zurück auf den Zauberfuß, dem bis hier nicht allzu viel gelang. Aber ja, da ist er in guter Gesellschaft, was die Offenbacher angeht. Denn außer, dass man hinten einigermaßen die Bälle noch rausgeschafft hat und nicht 3:0 zurückliegt, wie es das Chancenverhältnis eigentlich schon hergegeben hätte, ja, kann man hier wenig Positives
ja, erzählen. Also jetzt wird es hier Einwurf geben für den OFC. Das Ganze auf der Verlängerung der 16er Linie, also schon am Strafraum der Walldorfer. Und da wollen wir mal gucken, dass das hier vielleicht dann doch erfolgreich wird. Wie gesagt, wir haben alle Register gezogen, wir haben unsere Empfänglichkeit bekundet, wir haben das Tor beantragt und die Kamerafrau eingewechselt. Jetzt muss auch was passieren. Trent Hotscher, der hat zumindest schon richtig Dreck am Trikot. Das heißt, der hat schon ein bisschen gewühlt und so müssen sie es wohl weitermachen. Sie müssen sich reinkämpfen. Ja, und ich kann dir auch sagen, wo er den Dreck am Trikot her hat. Er hat versucht, das 1:0 rauszukrätschen. Und das war erfolglos. Und daher hat er den Dreck am Trikot. Aber also jetzt Ekbalek für den OFC von der linken Seite. Und das ist doch jetzt die Möglichkeit. Und ich hab's im Gefühl, jetzt passiert's. OFC, OFC, skandieren sie jetzt. Und jetzt kann, jetzt soll, jetzt muss es fallen. Serkan Firat von der linken Seite. Jetzt hebt er die Hand. Da kommt die Ecke reingeflogen auf den Elfmeterpunkt. Oh, aber dann hat er was auch immer gesehen. Stürmer faul. Ja, weiß ich nicht. Treske sagt auch, was soll ich gemacht haben? Er weiß es nicht. Und ja, ganz ehrlich, ein Treske, er fault einfach nicht. Lars, noch was zum Spiel. Ich sehe das ein bisschen weniger kritisch als du. Aber trotzdem, also auch wenn der Protest gerechtfertigt sein mag, selbst wenn, dann müsste man doch jetzt sehen, es ist ein Sonderfall. Unsere Mannschaft braucht unfassbar dolle gerade unsere Unterstützung. Es ist nicht anders zu erklären. Unsere Jungs spielen da unten gerade Kraut und Rüben, die sind komplett verunsichert. Die brauchen irgendwoher eine Rückendeckung. Und dann müssen wir doch jetzt sehen, dass es nicht anders geht, als jetzt zu sagen, gut, Stimmungsboykott hin oder her, wir müssen jetzt hier davon abweichen und unsere Jungs anfeuern, die brauchen das einfach jetzt. Auf jeden Fall, also wie gesagt. Jetzt der OFC mit Kosawada. Da ist er schön vorbei, über die rechte Seite jetzt Johnny Marx. Da kommt er noch einmal zurück zum Japaner. Oh, da wird er gefällt. Direkt vor der Waldener Kleintribüne. Kosawada, beziehungsweise das war Johnny Marx. Und ja, da gibt es natürlich Proteste und Pfiffe. Und keine gelbe Karte. Donnerschlag. Und das haben unsere Linienrichter, die 2.500 dort hinten auf der Waldener Klein, ganz anders gesehen. Das sieht aber jeder anders einfach. Also das sieht jeder anders als Manuel Bergmann, da keine gelbe Karte zu zeigen. Jetzt kommt der Freistoß rein, Trent Hotscher. Ja, da ist Dresden. Oh ja, das war doch mal sowas wie ein kleiner Warnschuss. Flo Dreske in seinem letzten Spiel. Das war Lovric, tut mir leid. Lovric, ja, okay. Also, dann haben wir hier noch Grüße von Michael Klapp aus Rottgau. Babbel die Bälle ins Tor, schreibt er. Ja, das ist so einfach gesagt. Und wir geben ja hier auch alles. Aber, so einfach ist es eben nicht. So, und jetzt ja, haben wir hier nochmal die Grüße von den Pauls. Wir sollen hier noch die Aufstellung ein bisschen überprüfen, wie auch immer. So, danke für euren Einsatz. Jedes Spiel, viele Grüße vom Neckar an den Main. Mittelpunkt der Welt ist natürlich Pünktchen, Pünktchen und so weiter. Schreibt der Richard, also der weiß es natürlich, ganz klar. Und jetzt kommt der Astoria Waldorf erneut. Das war wieder die Möglichkeit. Donnerschlag, das war jetzt die fünfte Möglichkeit. Eieieiei, einmal hat es nur eingeschlagen. Nach 5 Minuten musste es schon 3:0 stehen. Eieieiei, es wird und wird nicht besser, auch wenn man manche Ansätze sieht. Und sie sind ein bisschen bemüht, aber das ist doch nicht ausreichend, ein bisschen bemüht zu sein. Leute, es ist wie im falschen Film. Weck mich mal, ich glaube, ich träume. Ich bin doch noch gar nicht wach, oder? Nee, also das ist, ich wünsche, ich könnte dich jetzt aufwecken, Lars. Aber es ist leider so und man muss es einfach sagen, Astoria Waldorf, viel zielstrebiger, viel genauer in ihren Aktionen. Und wir fahrig komplett verunsichert. Ganz, ganz böse. Aber jetzt Schäffler von der linken Seite versucht, da vorne rein zu flanken. Aber dann erst einmal die Astoren, wie du sie getauft hast. Ja, ja, zurück an der Spielkugel. Aber jetzt Kosawada. Ja, versuchst du mit Mike Vetter nochmal im Verbund. Aber der wird da niedergerissen. Gleich 2 um ihn rum. Der Schiri steht gut und lässt weiterspielen. Ich verstehe das nicht. Verstehe es nicht. Da wird ja auch zurecht gepfiffen. Also, Astoria Waldorf kommt über die linke Seite. Dann allerdings mit großem Einsatz Johnny Marx. Der kriegt hier Szenenapplaus. Und dann wandert das Bällchen aus dem Zentrum rüber, Serkan Firat, da ist doch die Lücke links, musst du abspielen auf Schäffler und das hat er jetzt auch gesehen, da kommt er, jetzt geht er fast bis zur Grundlinie, jetzt muss die Flagge in die Mitte reinkommen und da ist er nicht im Tor rein, noch einmal von der rechten Seite, der zweite Ball, Kaspar, mach ihn rein. Ja, Mike Vetter jetzt am Strafraum, wird eingesetzt, wird flankt da rein und der wird leider rausgeklärt. Also unsere Jungs mit so ein bisschen Druckperiode, denn wir bleiben mit dem Ballbesitz über Serkan Firat, linke Außenbahn auf Schäffler, ja, der steht halt ungünstig, wird direkt gestellt und muss zurückspielen auf Dennis Schulte. Und jetzt geht's zurück über unsere Dreierkette, rechts raus auf Francesco Lovric. Also versuchen jetzt das Spiel wirklich anzukurbeln, da jetzt irgendwie in die Offensive zu kommen.
Tren Hoca im Zentrum, ja, jetzt spielt er nochmal links raus, auf Dennis Schulte weit aufgerückt. Jetzt könnte er mal so einen Chipball in den Strafraum reinbringen, tut er auch Richtung Dreske, der rutscht aber durch. Aber vielleicht jetzt da hinten, Johnny Marx noch einmal mit der Flanke vorne rein, auf die Scorelinie und dann im Stürmerduell schreibt er wieder Stürmerfoul. Eieiei, das habe ich anders gesehen. Und ja, hier die Zuschauer natürlich entsprechend auch anders. Und da ist er, ja, ja, jetzt lässt er sich da hinten ein bisschen behandeln. Das Ganze 31 Minuten gespielt, 0:1 der OFC mit einem desaströsen Vorstellung. Ganz, ganz, ganz schlimme Kost, was wir hier ja angeboten bekommen heute. Das Ganze kurz vor Nikolaus. Und der muss dann vielleicht mal die Route ziehen, denn so kann es nicht weitergehen. Ja, Daniel Steuernagel zückt jetzt die erste Route und lässt Jake Hurst sich warm laufen. Mal gucken, ob der noch vor der Halbzeit kommt. Das wäre natürlich schon ein heftiges Signal, vor der Halbzeit schon zu wechseln. Aber es ist eigentlich nötig, so ein Signal, weil ja, was unsere Jungs da spielen, ist schwer zu erklären. Ganz, ganz schwer zu erklären. Ich habe hier Grüße von der A3 auf der Autobahn, hörte Daniel Merten uns natürlich. Ganz klar, auch da ist man im Fanradio mit dabei. Grüße zurück, gute Fahrt wünschen wir. Und ja, wir hoffen, dass wir dir gleich hier ein Tor berichten können. Aber natürlich auf der richtigen Seite bis jetzt hier sieht das nicht wirklich gut aus. Und bis jetzt bist du im Auto fast besser aufgehoben als hier. Wobei man das nicht so sagen kann. Man muss eigentlich immer hier sein, oder? Ja, also sogar jetzt oder gerade jetzt. Gerade jetzt bräuchten unsere Jungs jede einzelne Kehle da hinten auf der Gegengerade oder auch hier überall, weil so eine Stimmung trägt nicht direkt dazu bei, dass du hier mit breiterem, dass dein Kreuz breiter wird. Und aktuell ist dein Kreuz quasi nicht vorhanden, so nervös wie unsere Jungs sind und so wie sie aufspielen. Da gelingt fast gar nichts leider. Aber es ist aber nicht nur für die Verunsicherung, es ist auch ganz, ganz eigenartig. Unsere Jungs stehen da ganz, ganz komisch positioniert. Man hat manchmal nicht das Gefühl. So, jetzt ist aber wirklich Schluss mit lustig. Und das hat der Schiri jetzt dann, denke ich, hoffe ich, auch gesehen. Meine Herren, da muss er einfach energischer durchgreifen. Jetzt zückt er den gelben Karton. Hätte er das ein bisschen früher gemacht, dann wäre es hier gar nicht zu solchen Szenen gekommen. Also Freistoß OFC von der Mittellinie. Eieiei. Naja, wenigstens kommt jetzt sowas ein bisschen Stimmung auf. 32,5 Minuten gespielt, 0:1 liegt der OFC zurück. Und er musste eigentlich viel höher zurückliegen nach 5 Minuten. Wie gesagt, schon 3 Riesenchancen für Walldorf. Wir sagen es nicht gerne, aber wir können und dürfen es auch nicht verheimlichen. Es geht einfach nicht. Und der Tom, der schreibt nochmal liebe Grüße und danke für die tolle Arbeit in dieser Saison. Aber da, ja, ja, ist der Walldorfer Torhüter am Spielgerät, hat die Kugel runter an sich gezogen. So, also 33 Minuten, wie gesagt, gespielt, noch immer 0:1. Kaspar, jetzt muss man was unternehmen. Wie gesagt, Daniel Steuernagel hat Jake Hurst wohl warmlaufen lassen, oder was? Hast du gesehen? Im Wissen, dass du dich nicht warmlaufen musst, du kannst sofort kalt kommen, glaube ich. Oh, jetzt nächster Fehlpass, also Lukas Albrecht auch mit einem ganz, ganz unglücklichen Tag. Nein, das war doch Ball gespielt und jetzt gibt es auch noch Gelb dafür, oder was? Was ist denn das für ein Kasper da unten? Das gibt's doch nicht. Oh, also Kosa war da, grätscht halt rein, trifft volle Kanone nur den Ball und sieht dafür gelbe Karte, es gibt Freistoß Astoria Walldorf. Und das zieht sich jetzt halt schon durch die komplette erste halbe Stunde des Spiels, dass ganz, ganz viele Aktionen gegen uns entschieden werden. Und das war jetzt so ein bisschen die Krönung davon, diese Entscheidung. Ja, was soll man dazu sagen? Also es ist ein schmuddeliger Tag, das kann man nicht anders sagen. Es nieselt ein bisschen, es ist kalt, es ist ein schlimmes Spiel. Und hier passen sich alle Akteure. Nehmen wir mal vielleicht die Walldorfer aus, aber auch die ein bisschen überhart hier, ne, passen sich dem schlechten Niveau an. Ja, aber die machen halt, was eine Auswärtsmannschaft machen muss. Ja, Lars, vielleicht hast du es gehört. Ich habe in Ermangelung eines besseren Kosenamen für den Schiedsrichter, was für ein Kasper da unten, gesagt. Fällt mir auch auf, dass das nicht der optimale Name ist. Also der Manuel Bergmann. Ja, mit einer Entscheidung, die ich ganz, ganz anders sehe. Freistoß von Astoria Walldorf, rausgeköpft schon wieder, aber natürlich nicht in Richtung einer unserer Spieler. Aber ich kann dir eines sagen, Richtung Stimmung wird nochmal aufkommen hier beim Halbzeitpfiff. Und die wird aber nicht sehr positiv sein, diese Stimmung, wenn es denn so bliebe. Aber noch hätten wir ja über 10 Minuten oder exakt 10 Minuten, um hier das Ding noch zu drehen. Das heißt, noch vor der Halbzeit hier vielleicht einen, vielleicht auch einen zweiten Treffer zu erzielen. Ja. Es wäre auf jeden Fall wichtig, nochmal irgendeine Art von Signal zu senden an die Fans, weil sonst geht der Stimmungsboykott unfreiwillig in der zweiten Halbzeit auch weiter, ohne dass das geplant ist.
Weil, sind die verunsichert. Du kannst das komplett sehen, wie hart verunsichert unsere Jungs sind. Und tut mir leid, das muss man sich dann halt da im Block auch mal ankreiden lassen. Da macht es dann nicht besser, wenn der komplette Block schweigt. Ja, da habe ich mich dazu schon mehrfach jetzt ausgelassen. Ja, und da regen sich natürlich alle auf, auch im Block, ist ja logisch. Aber das hilft ja nichts, dagegen zu sein. Man muss auch dafür sein und ordentlich anfeuern. Wie auch immer. Jetzt geht's weiter mit Astoria Waldorf auf den Mittelpunkt. Genau auf den Mittelpunkt gibt es Freistoß. Der wird links rausgeschlagen über 25 Meter an die Strafraumgrenze. Dann läuft er gut über die Seite. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte rein. Gefährlich. Aufpassen da hinten. Ja, jetzt brennt es aber wieder. Und dann rollt aber der Angriff. Mike Vetter kann die Kugel nicht kontrollieren. Und so muss zurückgespielt werden. Jetzt allerdings der OFC hat die Kugel im Griff. Und jetzt soll schnell gehen. Umschaltbewegung auf Kosavada. Der hat natürlich gleich zwei um sich herum. Versucht und vorne rein zu spitzeln. Ja, Treske, der war mitgelaufen. Und Vetter von der rechten Seite. Ja, der ermächtigt sich noch einmal der Kugel. Er hat es auch mit zwei Dreien zu tun. Wird umgenietet. Weiter Vorteil. Vorteil lässt er gelten. Aber es war natürlich ein klares Foulspiel. Und jetzt ist der Vorteil natürlich verpufft. Weil war kein Vorteil. Er hat ja nicht mal auf Foul entschieden. Er hat gesagt, Ball gespielt. Jetzt gibt die Konzerte. Und der steht 10 Meter im Abseits, mein lieber Mann. Also es ist schon wirklich eine Show hier. Eine Show des Negativen, was wir hier zu sehen bekommen. Ja, also es ist schon ein Kunststück, wenn der Schiedsrichter es schafft, ähnlich schlecht zu sein wie die Stimmung. Aber der Schiri, der hat jetzt die Stimmung hier wirklich beflügelt. Ja. Denn es ist jetzt eine Anti-Stimmung zumindest so da. Ei. Könnte man diese Energie doch ummünzen in positive Stimmung und dann eben auch in neuen Jahren sportlichen Erfolg. Ei, was wäre das gut und wichtig. Also noch ist hier nichts verloren, aber, das können wir nicht anders sagen, es sieht nicht gut aus. 38. Minute, noch immer läuft der OFC dem 0-1 hinterher und ganz ehrlich, er kann glücklich sein, dass es nur 1-0 steht, denn da waren 5 Chancen für Waldorf und eine hochprozentige Hochkarriere. Oh, jetzt klingelt's. Ah ja, vorher abseits. Ja, klar, wurde Endres. Also der Ball ist im Tor, im Offenbacher Tor, aber Endres wurde gefoult. Und so bleibt es beim 1-0. Aber was ist die Reaktion des Schiedsrichters? Okay, er muss Freistoß schreiben. Aber erstmal den Daniel Endres beruhigen, weil es war ja nicht eine überharte Aktion des Stürmers. Nein, wie kann Daniel Endres denn da im Weg stehen? Also, ja. Mal gucken, vielleicht besinnt sich der Manuel Bergmann, der Schiedsrichter, in der Halbzeit auch mal ein wenig, dass. Ja, das ist ja die Zeit der Besinnung, so jetzt auch so kurz vor Weihnachten, aber davon haben wir nichts gesehen. Und jetzt kommt der OFC mit dem weiten Pass vorne auf Johnny Marx, aber der war dann doch ein bisschen zu weit. Der wird hier erst einmal auf den Block 1 gedroschen und so ist er mal im Seitenhaus Einwurf OFC. Oh, und jetzt über die rechte Seite kann der OFC aufbauen, noch einmal abgelegt, zurückgelegt auf Albrecht. Kosavada kommt da nicht recht ran, aber doch bleibt der OFC im Ballbesitz. Jetzt kommt die Flanke, fahren Hotscha in die Mitte rein, da stand Dreske gut und da ist das von ein! Nein, er ist nicht! Drin, links vorbei. Das war jetzt die richtige, die beste Möglichkeit für den OFC, so kurz vor der Halbzeit hier wenigstens den Ausgleich zu erzielen. Donnerschlag, der muss doch drin sein. Ja, und da kann man keine unserer Jungs einen Vorwurf machen. Blitzsauberer Angriff. Und dann weiß ich nicht, wie Waldorf sich dazwischen schmeißt. Aber jetzt gibt es erstmal die nächste Ecke. Ja, da fliegt sie rein. Fällt da im Und Tor! Nein! Wieder nicht drin! Kurz vor der Linie. Ei. So, und jetzt fällt mir das natürlich ganz, ganz schwer, hier umzuschalten. Mach mal Platz. Umzuschalten hier aus der Hektik des Spiels heraus zu einer ganz, ganz wichtigen Sache. Wir haben uns ja sehr, sehr engagiert in den letzten Tagen und Wochen. Es gab ja ein Video dazu. Helft Kai. Und ich habe jetzt hier den Papa vom Kai und die Mama. Hallo? Ja, hallo. Ja. Hallo. Ja, also wir haben da kräftig mitgefiebert und getan, denke ich, was wir können. Ich selbst durfte ja auch ein bisschen mitbasteln an dem Video. Und die allererste Frage überhaupt jetzt erstmal, wie geht's denn Kai? Also Kai geht's heute ganz gut. Das hängt einfach damit zusammen, weil er jetzt für 3 Wochen eine Chemopause hat. Jetzt kriegt er aktuell gerade wieder eine Chemo rein und das heißt, es wird jetzt ungefähr eine Woche dauern. Dann wird es ihm leider wieder deutlich schlechter gehen, da wird er auch nichts mehr essen und trinken können. Ja, also es geht jetzt langsam wieder nach unten leider. Ja. Wie kriegt er denn das mit? Kriegt er denn das so richtig mit, dass hier unheimlich viele Menschen, Tausende das bewegt und dass da alles sozusagen außer Rand und Band ist, um ihm helfen zu wollen? Ja, er bekommt es immer mit, dass wir auch Typisierungsaktionen machen und er fragt dann immer, wie viel haben sich typisieren lassen. Also er kriegt es so wirklich mit und feuert auch alle an und freut sich darauf, dass dann bestimmt auch einer dabei ist, der ihm hilft. Davon geht er aus.
Er hat gesagt, Kai ist Offenbacher und da sind wir solidarisch. Und es ging ja um eine Typisierungsaktion der DKMS. Das heißt, wir brauchen Stammzellen für Kai, damit er eine echte Lebenschance auch wieder hat. Und das gilt natürlich in erster Linie für uns jetzt, für Kai, aber natürlich auch für viele andere, die dahinter stehen. Wie ist es denn angelaufen heute? War ja eine große Aktion hier. Ja. Also die Aktion heute ist wirklich sehr gut gelaufen. Wir hatten jetzt aktueller Stand 247 Typisierungen und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, wenn man sich noch überlegt, dass pro 100 Typisierungen in der Regel ein Spender mal dabei sein wird. Also wirklich tun wir echt was Gutes auch. Ja. Letzte und entscheidende Frage, die es jetzt nicht geschafft haben, die heute nicht im Stadion sein können oder wie ich in der Hektik das jetzt doch nicht, ich habe mir fest vorgenommen, aber ich musste hier aufbauen, tun und machen. Was kann ich denn tun, um doch dabei zu sein, um Kai zu helfen? Ganz einfach auf die Webseite des DKMS gehen, www.dkms.de, ein Set online bestellen und dann kann man das ganz einfach auf der Couch zu Hause organisieren. Danke, dass das jetzt doch noch geklappt hat und es tut mir leid, dass das jetzt in der Hektik hier passiert mit dem Spiel. Gut. Wir hätten es gerne in einer ruhigeren Sekunde gemacht. Alles Gute, Kai, und euch viel Kraft, dass das irgendwie klappt. Wir geben alles und Kai soll auch alles geben. Vielen, vielen, vielen Dank und ein ganz riesen Dankeschön an die Kickers und an die Fans, die uns da jetzt unterstützt haben. Ein ganz großes Ding. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank für das ganze Engagement. Danke. So, das waren die Eltern von Kai und der braucht unbedingt Hilfe und der OFC, der braucht auch Hilfe, denn das wird so nichts. Kasper, es hat sich nicht viel gebessert, oder? Nein, es ist im Gegensatz, es ist wieder so ein bisschen Rückfall in die Anfangsphase der ersten Halbzeit. Also wir haben gerade eben wieder 200-prozentige zugelassen oder zumindest auf jeden Fall eine. Und der Schiedsrichter Manuel Bergmann jetzt schon unseren Unmut auf sich gezogen. Es wird immer dreister, was er da unten auf dem Platz macht. Das kannst du nicht anders sagen. Also Julian Schäffler steht vor einem Freistoß. Der Spieler schießt ihn an der Astore. Natürlich muss man da den Ball freimachen, aber es war eine halbe Sekunde, die er vorstand. Der Astore hat viel zu schnell den Freistoß abgeschossen, hat ihn halt angeschossen und dafür sieht Schäffler gelb. Also ich fasse das zusammen, schlechter als der OFC ist nur der Schiri. Ja, also es ist unglaublich. Und Astoria Waldorf kommt ein ums andere Mal jetzt. Also es ist jetzt wirklich endgültiges Chaos bei uns da hinten. Und ja, das ist ja klar, so machst du sie auch stark. Ne? Sie haben ja hier gar nichts zu verlieren, kommen hier an den in Anführungszeichen berühmt-berüchtigten Biberer Berg. Und wenn du hier irgendwie einen Punkt machst, ja, dann bist du überglücklich. Und jetzt führen sie 1-0 und das Ganze, müssen wir ja einfach sagen, in der Konfusion unseres Teams, leider zurecht. Ja, also ich sag mal, unser Team ohnehin nicht gut reingekommen. Dann durch einen frechen Gegner, aber auch vor allem durch diesen Schiedsrichter komplett rausgebracht worden. Also jetzt Dreske, der hat die Möglichkeit dort vorne vielleicht jetzt doch nochmal was zu machen. Und er wird natürlich sofort wieder abgepfiffen. Und Dreske, der hält auch die Hände hoch, sagt, was soll ich denn hier noch machen? Ich darf nicht rechts, ich darf nicht links. Ja, und immer wird abgepfiffen. Ja, und so kommt es einfach wirklich vor. Ja, also es ist, man hat nicht das Gefühl. Und vielleicht ist es jetzt einfach nur eine Aneinanderreihung von, Dingen, die wir persönlich anders sehen, die der Schiedsrichter vielleicht auch nicht ganz richtig einschätzt, aber man fühlt sich halt schon stark benachteiligt gerade. Und das tun auch alle unsere 11 Jungs und das trägt nicht dazu bei, dass du in einer ohnehin schon schweren Situation da jetzt rauskommst. Und das soll aber nicht darüber hinwegsehen, dass unsere eine rabenschwarze Leistung bis hierhin angeboten haben. Das haben sie schon selbst zuzuschreiben, aber ganz klar. Wenn das dann noch dazukommt, dann macht es die Sache nicht einfacher. Aber wir wären nicht Kickers Offenbach, wenn wir auch nicht aus einer solchen Scheiße herauskommen könnten. Und anders kann man das ja gar nicht bezeichnen hier. Mit einem solchen herbstlichen Nieselregen bei Kälte. Ein Schmuddeltag, anders kann man es gar nicht sagen. An so einem Dreckstag, da geht es eben nur über den Kampf. Und irgendwie müssen wir das Ding in der zweiten Halbzeit umbiegen. Und jetzt gibt es Freistoß Astoria Waldorf von der rechten Seite. Ja, der Serkan, der soll besser dort weggehen. Genau, der wollte eben nämlich noch den Ball noch ein bisschen wegspitzen. Ja, auch wenn er eine halbe Stunde nochmal rot oder so. Ja, kann man, wenn er da 5 Sekunden länger steht, kann er auch mal gelb oder ein glattrot sehen. Also bei diesem Schiedsrichter scheint heute ganz viel möglich. Ja, und bei Astoria Waldorf leider auch. Die sind heute selbstbewusst, bei denen gelingt ganz viel. Und bei unseren Jungs wirklich selten gelang weniger. Es ist chaotisch, es ist verunsichert, alle rennen durcheinander. Dren Hodger liefert mir den besten Beweis für meine Aussage. Kerzebrotzer. Sonst wohin. Aber nachsetzen tut er, das hat er gut gemacht. Auch, hat er ihn übelst umgesinst. Da hat Hodger, da hat es richtig geknallt. Am Schienbein, glaube ich, oder? Wo hat er ihn getroffen? Am Fuß. Ja. Jetzt entschuldigt er sich. Ja gut, also den Einsatz, den wollen wir erstmal positiv werten von Hodger. Aber man sieht einfach, es ist einfach nur ungestüm, was unsere hier zutage bringen. Ja, es ist ungestüm und ja gut, richten wir den Blick mal nach vorne, gleiches Halbzeit, 15 Minuten, in denen wir kein Gegentor kassieren können, sehen wir es mal so.
Und vielleicht 15 Minuten, in denen Daniel Steuernagel und seine Jungs es schaffen, irgendwie da wieder auf Linie zu kommen. Und irgendwie zurück in diese Partie zu kommen, weil, was heißt zurück? Sie waren nie drin. Also irgendwie in diese Partie hineinzukommen, das wäre toll. Und Stand jetzt muss man glücklich sein, wenn man hier mit einem Punkt irgendwie dieses Spiel über die Runden bringt, weil so wie es jetzt läuft, könnten wir auch schon 2-3-0 hinten liegen. Also 2-0 auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da könnten wir uns nicht beschweren, gar nicht beschweren. Allein in den ersten 5 Minuten musste es Minimum 2-0 stehen. Wie auch immer, Einwurf OFC ganz tief in der eigenen Hälfte. Ui, 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 die ersten 45 Minuten, sie sind eigentlich um, wir sind eine Minute über die Zeit. Gleich wird hier abgepfiffen und dann wird hier nachgepfiffen, nämlich von den Zuschauern. Das kann man so sagen, ohne dass ich ein großer Prophet sein muss. Hier wird es ein gellendes Pfeifkonzert geben und das Ganze nicht ganz so unrecht. Ja, es ist dann auch, also man muss immer von bei, oh, jetzt kommt aber erstmal, oh, wenn der Ball irgendwie besser ankommt, hätten wir ganz, ganz viel Platz gehabt. Jetzt ist Halbzeit. Da ist der Pfiff und jetzt kommen die Pfiffe. Wir sind gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. So, dann wird es jetzt weitergehen in der zweiten Halbzeit. Der OFC hat einiges gut zu machen, einiges aufzuholen, mindestens ein Tor. Ja, das heißt, wir brauchen zwei, denn auch ein Unentschieden ist hier deutlich zu wenig. Aber wie auch immer, vergessen wir das, was war. Wie hat Zermann Huber gesagt, was war es, vergesse. Es geht wieder bei 0 los. Schön wäre es, wenn es bei 0 losgehen würde. Aber wir nehmen zumindest jetzt erst einmal die Zeit hier. Und dann sind wir tatsächlich wieder im Spiel in der zweiten Halbzeit. So. Jetzt, Kaspar, erwarten wir einen Sturmlauf und du hast Auswechslungen festgestellt. Was war da? Genau, also wir haben einen zweiten Stürmer gebracht. Jake Hurst hat es ja schon die erste Halbzeit lang und breit warm gemacht. Und rausgegangen ist Lukas Albrecht, der heute wirklich einen ganz, ganz schwarzen Tag leider erlebt hat. Das tut uns sehr leid für ihn, aber es war leider so. Dem ist auch nicht so viel gelungen, aber hat er sich nicht wirklich abgehoben vom Rest der Mannschaft. Da hatten halt einfach ganz viele von uns Scheiße am Fuß. Also wir spielen jetzt wieder mit Viererkette. Und mit einem zweiten Stürmer, nämlich mit Jake Hurst, neben Flo Treske. Also das alte Sturmduo, das ja jetzt sozusagen ausrangiert wird zur Winterpause hin, beziehungsweise da Flo Treske ja nicht mehr weiterspielt, wird dieses Duo jetzt die letzten zwei Spiele zusammen genießen dürfen. Und jetzt stehen sie also nochmal zusammen auf dem Platz und Treske direkt auf Hurst, die beiden zusammenspielen. Aber Waldorf dazwischen, aber unsere Jungs pressen natürlich jetzt drauf. Ja, und im Hintergrund hören wir jetzt auch wieder Stimmung. Dankenswerterweise sind diese unschönen ersten 45 Minuten auf ganz, ganz vielen Ebenen zu Ende gegangen. Und jetzt geht's also weiter. Jan-Hendrik Marx zieht Richtung Strafraum, versucht da durchzustecken. Der Ball kommt leider nicht durch und Astoria Waldorf können jetzt ihrerseits kontern und der lange Schlag, der kommt ganz gefährlich, das ist glaube ich Erik Wegesser, stoppt den Ball klasse runter und jetzt der Ball in den Strafraum rein und Endres, klasse Parade. Noch ist er nicht gerettet, immer noch Astoria Waldorf und dann fast auf der Linie hinten geklärt. Donnerschlag, auch wenn die Stimmung jetzt wieder hier dabei ist. Aber wir hätten sie in der ersten Halbzeit gebraucht. Da ja, erklärt man sich hier solidarisch, macht mit den Stimmungsboykott mit den Ersten- und Zweitligisten, meine Herren. Und man hat die Mannschaft hier kläglich, ja, auf sich allein gestellt sozusagen. Und ja, eben jetzt fast wieder eingeschlagen, also dann zum 2-0, aber wie gesagt, das ist ja auch egal. Nach regulärem Spielverlauf müsste es ohnehin schon 2-3-0 stehen für Waldorf. Vielleicht hat der OFC eine größere Chance gehabt, das muss man schon sagen. Aber die Waldorfer deutlich bessere Chancen. Und das Ganze jetzt eben nach 47, in der 48 Spielminute sind wir jetzt. Ja, der OFC weiterhin bemüht. Aber endlich ist wenigstens die Kulisse da hier auf Biebershöhen, so wie man es ungefähr kennt. Aber hier kann noch was gehen, hier muss noch was gehen. Nee, Mike Vetter, der wollte jetzt hier den Elfmeter haben. Da fiel er zu theatralisch. Und da weiß er doch, dass der Schiedsrichter vom Grund auf schon gegen uns ist. Warum sollte er also da jetzt für einen Elfmeter stimmen? Aber die nächste Flanke segelt in den Strafraum. Flo Treske kriegt nicht ganz Druck hinter den Ball. Trotzdem, ja, eine Offensivaktion, von denen haben wir viel zu wenig gesehen. So, und wir klären jetzt die Gewinnspielfrage auf. Die Sparkasse Offenbach, die hat ja gefragt, ja, wo ist der Mittelpunkt der Welt im Internet zu finden? Nämlich das Markthäuschen Offenbach. Offenbach ist der Markt. Offenbach ist der Mittelpunkt der Welt. Und ja, in Offenbach der Mittelpunkt ist das Markthäuschen. Und da kann man lecker speisen im sogenannten Wohnzimmer. Das muss man mal erlebt haben. Ganz, ganz toll am Wilhelmsplatz. Grüße an dieser Stelle an Erik Münch und die ganzen Macher dort im Markthäuschen. Das ist schon eine richtig geile Show dort. Und markthaus.eu, das ist die Internetadresse. Und das kann man natürlich alles nochmal nachschlagen. Ganz, ganz viele haben es gewusst. Ich glaube, 26 richtige Einsendungen. Und Kaspar, du bist die Glücksfee. Das ist eine Zahl zwischen 1 und 26.
Die 13, weil wir so viel Pech hatten. Ja. Also da schauen wir mal, wer das gewonnen hat, der darf dann beim nächsten Mal hier bei uns sitzen am Reporterplatz, wie heute unsere Gäste auch. Hoca, ja, durchgesteckt und vorne ins Zentrum noch einmal. Jetzt Erkan Firat, ja, schön gesehen links, aber schlampig wieder gemacht von Firat. Ich weiß nicht, was ist denn mit dem Jungen? Ja, es gibt halt so Spiele, wenn du dann so richtig in den Negativtrott reinkommst in einem Spiel, das ist ganz, ganz brutal, da wieder rauszukommen. Und so geht's dem armen Jungen wahrscheinlich gerade. Der will's ja unbedingt wieder gut machen, aber je mehr du es wieder gut machen willst, desto schwerer wird es. Wieder gut machen wollen es ja auch unsere Jungs, die jetzt nach vorne spielen. Ich denke mal, wir werden Astoria Waldorf deutlich defensiver sehen. So, und wir haben einen Gewinner. Wer darf denn bei uns sitzen am Reporterplatz? Aber jetzt aufpassen, der kommt noch einmal. Und dann ist er da. Ja. Da ging er schon rustikal rein. Jake Hurst, der wird jetzt auch mindestens Geld bekommen, ganz klar. In den Torhüter Jürgen Renner, dem wir an dieser Stelle gute Besserung wünschen. Der hat dort hier Kopf und Kragen riskiert, Jake Hurst. Also das war natürlich keine bösartige Attacke, aber er musste natürlich das Bein ausfahren. Und so kam ihm der Torhüter entgegen. Aber ich glaube, es wird weitergehen. Also, wir haben einen Gewinner. Ja, wer hat gewonnen? Es ist der Andreas Harrer. Herzlichen Glückwunsch. Andreas Harrer, ja, du darfst dich dann am besten morgen mal bei uns melden. Dann besprechen wir alles weitere, wie das dann gehen kann. Das nächste Heimspiel ist ja ohnehin dann erst im neuen Jahr. Danke an die Sparkasse Offenbach, die dir es ermöglicht hat, hier ein Fanradio-VIP-Paket zu haben. So, jetzt will ich mal fragen. Komm her. Unsere Gäste, die letzte Mal gewonnen haben. Kleiner Kommentar bis hierhin zum Spiel. Kann nur besser werden. Kann nur besser werden, ja. Und was ist das für ein Gefühl, hier so nah beim Fanradio dabei zu sein? Mal was anderes, wie vom PC oder im Stadion so. Und der Schiri, ganz tolle Leistung, oder? In seiner Haut will ich nicht stecken. Also, das war unser Gewinner aus der Vorwoche. Und hier kracht es jetzt richtig, hier, was die Stimmung angeht. Und das ist auch bitter notwendig. Hier muss nicht nur ein bisschen was passieren, hier muss sehr, sehr viel passieren. Ja, jetzt passieren erstmal lautstarke Liebkosungen für den gegnerischen Torhüter. Das Lauteste, was wir heute gehört haben. Naja, wir hoffen, dass ähnlich laute Anfeuerungen. Und da kommen sie jetzt auch, OFC, OFC. Auch für unsere Jungs kommen, denn das brauchen sie. Das braucht es, das braucht das Spiel, das brauchen wir. Wir das hier irgendwie hinbekommen, aber jetzt kommt erstmal Waldorf. Aber Lupfer ins Nichts, Daniel Entres nimmt ihn auf. Mal gucken, wie schnell wir jetzt in die Gegenbewegung kommen. Rechts rausgeworfen auf Johann Hendrik Marx. Der hat jetzt erstmal ein bisschen Feld vor sich und kann ein bisschen marschieren. Schaut, wo spielt er hin? Ins Zentrum Richtung Kosawada. Der Ball verrutscht ihm aber dem Johann Hendrik Marx. Aber Kosawada holt den Ball zusammen mit Renhoccia wieder. Chipball vielleicht möglich in den Strafraum. Nein, Jake Hurst an der Strafraumgrenze. Oh, tankt sich da super durch. Geh marschiert da durch. Ja, schade. Da war einer zu viel. Einer zu viel für Jake Hurst. Da ist er rechts und links vorbeigemacht. Und dann war es doch einer zu viel für ihn. Also weiter geht's hier mit dem OFC. Der versucht jetzt so etwas wie einen Sturmlauf anzuzetteln. Mike Vetter, ja, der hat das entschafft. Gleich zwei um ihn herum und dann ist der Ball im Haus. Einwurf. Da will er schnell einwerfen. Findet aber so recht kein Mitspieler. Doch, Johnny Marx, den hat er gesehen. Der geht bis zur Grundlinie. Ja, da wird er attackiert. Und da gibt es Freistoß. OFC. Genau, aus einer besseren Eckenposition. 2 Meter näher am Tor dran, halber Meter entfernt von der Grundlinie ungefähr, würde ich schätzen. Und jetzt kommt doch hier die ganze Stimmung, auch die Haupt- und die Henninger, die machen mit. Die wissen, was die Stunde hier geschlagen hat. Die wissen, dass wir das jetzt hier nur mit vereinten Kräften schaffen. Und jetzt kommt also der Freistoß gleich reingekriegt. Serkan Firat-Streter, dem ist heute ganz wenig gelungen. Jetzt hebt er den Ball, rutscht er auch weg und genau das ist leider sinnbildlich. Aber, wenn wir eins wissen in Offenbach, dem Spieler, dem am wenigsten auf dem Feld gelingt, der darf in der 90. dann ein Traumtor einschnüren meistens. Ja, hoffen wir, dass das heute so wird. Und dann wäre es Serkan Firat, also der Mann mit dem Riesenpotenzial. Und er hat ja auch tolle Spiele gemacht. Er ist Torschützenkönig bei uns. Und ein total wichtiger, wertvoller, sympathischer, grandioser Kerl. Aber der hat heute Scheiße am Fuß im Abspiel. Ja, und jetzt aber vielleicht, schöner Kopfball von Firat rechts rausgelegt. Da kommt er bei den Rückraum, Jake Hurst, nein, was macht denn Jake Hurst? Er schafft es aus 6 Metern, das Ding 5 Meter übers Tor zu boxieren. Ei, da war sie jetzt mal, da war die Lücke, da war das Tor offen. Da muss er was machen und Jake Hurst, der kann das doch. Oh, hier wird gepfiffen, natürlich gegen den Torhüter. Der hat sich hier den Unmut auf sich gezogen. Aber ganz ehrlich, dort vorhin bei dem V-Spiel, das war schon in Ordnung. Naja, es war schon auffällig, dass er eine kleine Wunderheilung danach durchlebt hat. Und jetzt rutscht er auch aus. Aber das ist auch bezeichnend, dass der Platz wirklich sehr seifig ist, sehr hubbelig. Und das vielleicht die Erklärung dafür, warum Jake Hurst gerade eben den Ball so weit drüber setzen konnte. Weil der wird ja wohl irgendwie verhoppelt sein. Weil das er schafft, den Fuß richtig hinzuhalten, davon gehe ich aus beim Jake.
Also er wird dabei wohl blöd aufgesprungen sein. Ganz, ganz unglücklich. Also wir haben heute wirklich auf ganz vielen Ebenen Scheiße am Fuß. Aber wir, unsere Jungs sind drauf und dran, sich da jetzt langsam rauszuarbeiten. Das war jetzt schon die zweite, dritte Offensivaktion. Und die Lücken sind auf jeden Fall da. Astoria Waldorf steht da hinten nicht so wahnsinnig massiert. Da kriegen wir was hin. Ah, Flo Treske jetzt mit dem nächsten Foul wird jetzt der Linie des Schiedsrichters folgend eigentlich gelb sehen. Aber vielleicht hat er sich über die Halbzeit gedacht, okay, ich muss mal hier ein bisschen eine andere Linie an den Tag legen. Weil der Kollege Manuel Bergmann lässt den Karton stecken. Das ist schön. Da freuen wir uns. Trotzdem Freistoß Astoria. 1:0 führen die Gäste noch immer hier auf Biebershöhen. 54 Minuten sind gespielt. Das heißt, der OFC, der muss 1, 2, 3 Schippen drauflegen. Und er tut es auch, er versucht es zumindest. Ah, jetzt, wo die Stimmung auch wieder da ist. Und da dürfte auch der Letzte verstanden haben, da hätte man nicht mitspielen dürfen bei dem Stimmungsboykott. Und jetzt, ja. 4 Meter im Abseits, gut gesehen und geahndet vom Linienrichter. Der hat sofort die Fahne hoch. Und so gibt es Freistoß für den OFC. Daniel Endres schnell ausgeführt. Hier kommt Lofritsch an die Kugel. Gianni Marx hier auf der rechten Außenbahn. Oh, Notcher, der hat sein Schaff hier, verliert die Kugel. Tendl, das ist gefährlich. Eieiei, da muss Savada den langen Weg nur zurückgehen und klären. Und auch das schlampig gemacht. Eieiei, Waldorf bleibt und vorne im Ballbesitz. Meine Herren, ist da viel Sand im Getriebe. Ja. Also die haben halt ausgemacht, dass wenn sie unsere beiden Menschen da, Männer am Zentrum, den Kosa Vardar und den Trenhoca, kräftig unter Druck setzen, dass die auch mal einen Ball herschenken. Und das passiert sehr oft. Aber jetzt vielleicht mal der weite Schlag. Serkan Firat kann die Kugel vielleicht irgendwie ablegen. Nee, gelingt leider nicht, aber da hat er wenig Schuld dran gehabt. Ah, jetzt Astoria Waldorf wieder links rausgelegt. Da haben sie viel Platz, weil Gianni Marx weit aufgerückt war. Aber es war eben auch abseits. Sehr schön. Und jetzt direkte Umschaltbewegung. Sehr schön. Gut gemacht von Lofritsch. Rechts rausgelegt. Auf Hendrik Marx. Der marschiert da jetzt ein bisschen, weil er viel Feld vor sich hat. Kann die Flanke jetzt reinbringen. Oh, weit segelt sich da Richtung Jake Hurst. Kopfball. Aber zu unplatziert. Leider zu wenig Druck dahinter. Aber trotzdem eine Offensivaktion für uns. Ja, sie mehren sich jetzt die Offensivaktionen. Und das, was wir als Fazit ja gezogen haben, es kann nur besser werden. Es wird ein bisschen besser, aber es bleibt bei der Betonung ein bisschen besser. Hier ist nicht wirklich alles gut, aber ein bisschen besser. Das gibt uns schon ein bisschen mehr Hoffnung, dass hier vielleicht doch noch ein bisschen was passiert. Aber die ganz große Show, glaube ich, wird es dann doch nicht werden. Also bisschen, viel bisschen, Lars. Gibt dann ganz viel, meinst du? Ja, das, zusammen gibt das dann ganz viel, vielleicht 1 bis 3 Punkte. Ich muss sagen, ich kann mich über einen Punkt nicht wirklich freuen eigentlich gegen den Tabellenletzten. Aber es ist aktuell wirklich das absolut Erstrebenswerteste, weil, ja, hier jetzt von 3 Punkten zu reden, wäre vermessen, das wäre auch ein bisschen verblendet, weil Astoria Waldorf, trotz dessen, dass wir jetzt besser ins Spiel kommen, die gefährlichen Aktionen hatte. Jetzt Treske im Strafraum, ja, wird er zur Seite getackelt. Aber hey, ganz sauber abgelaufen, hat ganz sauber abgelaufen in Treske. Da kann man nichts sagen. Also, das war zwar eine schöne Flanke dort vorne rein in den Strafraum. Treske, ja, auch den richtigen Laufweg gewählt. Allerdings ganz sauber abgelaufen hier vom Innenverteidiger der Waldorfer. Ja, da hat der Treske seinen Schaff. Und jetzt gibt es erst einmal Abstoß vom in Ungnade gefallen Jürgenen Renner. Ja, aber das zeigt Wirkung. Gerade eben ausgerutscht, jetzt der Abstoß direkt ins Seitenaus. Also eventuell lässt er sich ein bisschen beeindrucken von der Kulisse. So wie unsere Jungs das im negativen Sinne gemacht haben in der ersten Halbzeit. Wobei das auf keinen Fall eine Entschuldigung sein kann. Oh, schlampig von Vetter! Was macht er denn da? Jetzt aber ausgebügelt von Schulte. Hast du das gesehen? Unkonzentriertheiten, ich weiß es nicht. Naja. Jetzt kommt jemand, der vielleicht für weniger dieser Schlampigkeiten steht, nämlich Luka Garic. Jetzt kommt der nächste weite Ball erstmal nach vorne Richtung Treske. Der kommt aber nicht mehr an die Kugel. Ja, Trenhoca, ganz unglückliches Spiel. Ich denke mal, der wird gleich rausgehen, weil er viele Bälle verliert, oftmals ein bisschen fehlpositioniert ist. Der kann das ja viel besser, das wissen wir auch. Nur heute ist irgendwie überall der Wurm drin. Und jetzt kommt auch Garic für Hoca. Lars wird euch den Wechsel wahrscheinlich gleich einstellen, denke ich mal. Also der Hoca, ganz, ganz harter Tag für ihn, hartes Brot für ihn dieses Spiel. Und ich denke mal, der Garic... Positionsgetreu, oder? Ja, auf jeden Fall. Luka Garic wird das, denke ich mal, ein bisschen besser machen. Jetzt vielleicht noch so ein bisschen unbekümmert, ein bisschen Ruhe, mehr Passsicherheit ins Spiel bringen. Und ja, dass die da hinten verwundbar sind, das wissen wir. Und das müssen wir jetzt irgendwie nutzen. Dass wir da vorne auch die Leute drin haben, die das nutzen können, das wissen wir auch. Ja, Daniel Scheuernagel hat in der Halbzeit die Dreierkette aufgegeben, um nach vorne noch ein bisschen hier Power zu bringen. Mike Vetter, der jetzt mit großem Andreht hier auf die Außenbahn geht, links vorbei mit langem, langem Lauf. Aber dann ist er doch ja zu weit und Mike Vetter, der will es nicht wahrhaben.
Ja, was gibt's denn jetzt Schönes? Freistoß, OFC. Allerdings, warum er den so weit zurückverlegt hat. Eieiei. Keine Richtigkeit schon. Das, okay, also wurde nämlich gefoult. Jetzt Freistoß, OFC. Naja, und jetzt müssen sie sich nach vorne orientieren. Da kommt er vorne reingeflogen. Aber wo denn hingespielt? Meine Herren, was ist mit Vierrad? Ausgerechnet dort, wo kein Rot-Weißer stand. Dort schlägt er hin. Ja, wobei die Idee war schon, da Richtung Francesco Lovric den Ball zu bringen, weil der recht viel Platz hatte. Aber das ist leider nicht ganz gelungen und jetzt kommt der Konter von Astoria Waldorf, Rückraum gelegt, ja gefährlich, Scheffler, Kerzenbrotzer, raus und hoch, aber nicht wirklich weit und jetzt Schulte komplett unbedrängt, köpft den Ball direkt wieder zurück zu Waldorf, da hätte ihn vielleicht einer seiner Teamkameraden mal warnen können, dass da niemand ist, dass er den Ball annehmen kann und so bleibt Waldorf im Ballbesitz, das ist natürlich absolut unnötig wie nur sonst was und die bringen jetzt den nächsten beiden Ball nach vorne, der ist aber sowohl abseits als auch im Seitenaus. Und so haben unsere Jungs, hat Francesco Lovric eine Freistoßsituation, spielt da zurück auf Daniel Entres. Ja, also die Rückkehr zu dem altbekannten System sorgt für ein bisschen mehr Sicherheit, aber trotzdem ein Gala-Auftritt ist es natürlich bei weitem noch nicht, sieht man auch jetzt wieder. Flo Treske kommt nicht an den Ball und die Kugel ist noch im Spiel, da müsste der Lovric nochmal hingehen, tut er jetzt auch. Und wieder ein Neuaufbau über Garic. Aber man merkt es, unsere Sechser, die werden die ganze Zeit immer wieder aufs Heftigste behakt und angelaufen. Also hat der Matthias Born wirklich offensichtlich sehr, sehr gute Arbeit gemacht mit seinem Trainer und Scouting-Team. Und die Mannschaft da perfekt darauf eingestellt, dass sie da wissen, wo sie uns packen müssen. Und das tut uns richtig weh. Aber jetzt klasse Ball links raus von Garic Richtung Scheffler. Richtig schön gemacht. Ja, Scheffler zieht den Ball nochmal zurück und holt den Einwurf für unsere Jungs rein. Also geht es hier direkt weiter mit Serkan Firat. Oh, links. Ja, ein Zentrum. Nicht gut. Aber ja, da kommt er nochmal raus auf die linke Bahn. Und jetzt erst einmal gut angenommen. Da kommt die Flanke oben rein. Vorne. Auf den Fünferkante. Mike Vetter holt die Kugel erst einmal runter. Wo soll er hinspielen? Rechts raus. Johnny Marx, der bietet sich dann an. Genau. Ja, will er vorbei am ersten. Na? Hat die Innenbahn gesucht. In die Mitte reingeflankt. Noch einmal. Jetzt der Direktschuss von Serkan Firat. Naja, und das passt ins Bild. Auch wenn es in diesem Fall eine bessere Aktion war, geht der 3-4 Meter übers Tor. Ja, aber es war, wie du gesagt hast, mal eine etwas bessere Aktion. Er hatte zumindest Gefahr inne in diesem Moment. Volleyabnahme auch nicht leicht zu nehmen, da kein Vorwurf an Serkan Firat. Wie man ihm ja eigentlich auch keinen großen Vorwurf machen kann. Er versucht es ja mit allen Mitteln, die er hat. Und er hat ja auch große Mittel, aber heute hat einfach nur ganz, ganz viel Scheiße am Fuß. Und solche Tage gibt es. Und das ist halt bitter, weil es scheint wirklich, dass bei 10 von 11 Spielern bei uns heute. Ich mache da ja nachher das entscheidende Tor, und zwar das 2:1. Aber vorher müssen wir das 1:1 machen und der OFC, der will das jetzt auch genau erledigen. Und da ist er wieder, Serkan Firat. Und das ist genau das, was wir gesagt haben. Da geht er am ersten vorbei und dann legt er sich zu weit vor und weg ist die Kugel. Und so geht das von der ersten Minute an hier. Ja, aber wenn wir sagen, dass wir heute 10 von 11 Spielern bei uns scheiße am Fuß haben, müssen wir eigentlich 10 von 11 Spielern noch ein Traumtor schießen, Lars. Ja. Heißt, klares 10:1 ist drin und wird kommen. Ja, so, da ist mir der Spaß langsam vergangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es verstehen, Lars. Und da steckt mir noch ein Kloß im Hals und das nicht, weil ich vorhin einen wunderbaren Kloß dort oben gegessen habe. Nein, nein, das ist schon, das hat die Mannschaft schon selbst fabriziert. Nee, 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 hier sieht nicht gut aus. Aber ja, am Ende, ja, ganz am Schluss stirbt erst die Hoffnung. Wenn überhaupt. Und jetzt kommt der OFC über die linke Seite. Also engster Raum, Vierrad vorbei. Ja, ja, da war schon noch ein Grüner dazwischen. Und so gibt es jetzt auch Freistoß von der linken Seite. Ja, der zweite Ball ist im Spiel. Also jetzt mit zwei Bällen. Vielleicht geht es dann besser mit zwei Bällen. Also vielleicht schießen wir dann einen ins Tor. Aber nicht mal das gelingt. Es gelingt halt uns gerade nicht mal, den Ball vernünftig ins Tor auszubringen. Das ist vielleicht, das ist ganz, ganz gemein, wenn ich das jetzt sage, aber das ist ein bisschen bezeichnend. Kaspar, wir reden ab sofort jetzt mal alles positiv. Vielleicht bringt's das. Also, der OFC im Vorwärtsgang. Jetzt mit der Möglichkeit, Mike Vetter ins Gebälk. Noch einmal der OFC mit der zweiten Ball. Versucht das jetzt über die linke Seite schön laufen lassen. Und jetzt geht er bis zur Grundlinie. Nein, da kommt er nochmal vorbei. Oh, da gibt es Eckball. Nee, nee, nee. Serkan Firat im Fight. Und das 1:1, das liegt förmlich in der Luft. Die OFC-Boben, sie reißen sich jetzt in den Hinterlauf. Oi, 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 oi. Da geht der Ball ins Tor. Aus und der Schiri steht 6 Meter entfernt und sagt Einwurf. Ja, das hat sein Linienrichter so entschieden, aber die stehen halt beide maximal weit davon entfernt. Also keine Ahnung, wie das zustande kam.
Trotzdem jetzt der Einwurf rein in den Strafraum. Vetter Klasse den Ball behauptet, aber Waldorf schmeißt sich da dazwischen. Aber also, trotzdem Powerplay unserer Jungs. Wir wollen das ja alles positiv. Wir reden das ja positiv jetzt, genau. Also Waldorf stehend K.O. Der Hof stehen nur noch im Vorwärtsgang. Kommt jetzt erneut. Ja, er spielt die Waldorfer förmlich schwindelig. Jetzt über die linke Seite, da ist er tatsächlich wieder. Jetzt Slalom, versucht er ein bisschen in die Mitte reinzudringen. Da kommt die Flanke vorne rein, Kopfball abgelegt. Und dann ist er, ja, erst einmal bereinigt auf Waldorfer Seite. Ja, aber große Gefahr. Guter Spielzug, gute Idee von Jake Hurst, da einen halben Meter vor dem Tor nochmal quer zu legen mit dem Kopf. Aber konnte schöne Abwehrarbeit, Kosovada holt die Kugel zurück, auf Mike Vetter gespielt. Und jetzt kann neu aufgebaut werden. Komm, Kickers, kommt auf, wir sind empfänglich. Und wir wollen unbedingt den Ausgleich sehen. Also, was macht er? Schön die Lücke gefunden. Kosovada, jetzt durchgesteckt, Kombinationsspiel. Naja, das ist dann vielleicht etwas zu viel des Guten hier bei diesem Rübenacker am Ende hier ein enges Kombinationsspiel aufzuziehen. Ja, aber der Wille und die Kombination war da. Und wo ein Wille ist, da finden wir vielleicht auch noch einen Weg. Irgendwie, also unsere Jungs, auf jeden Fall klar besser als in der ersten Halbzeit, was kein Kunststück ist, dazu gesagt. Aber trotzdem, es sind Offensivaktionen, wir haben Chancen, gerade eben, wenn Jake Hurst irgendwie noch den Kopf anders zum Ball bekommt, dann drückt er ihn aus einem halben Meter Entfernung über die Linie. So hat er ihn leider einfach ins Gesicht bekommen. Bisschen überrascht, dass er da durchkam. Also wir haben ganz, ganz viel Pech in vielen kleinen Situationen, aber wir arbeiten uns da gerade minütlich raus und das könnte doch immer besser werden. Jake Hurst jetzt zurückgelegt auf Francesco Lovric, rausgelegt, Marx Richtung Treske, guter Ball kommt an, aber Treske kann ihn leider nicht verarbeiten, war auch schwer, aber Hurst auf jeden Fall ein belebendes Element soweit hier in der zweiten Halbzeit, das kann man sagen, bringt da viel Geschwindigkeit mit rein, das hat in der ersten Halbzeit gefehlt. Ja, und man muss es sagen, unsere Jungs jetzt ein bisschen am Drücker. Aufpasse, dahinter die Kugel wegkriegen von Daniel Endres, genau. Kommt da und jetzt auf der linken Bahn. Ja, Serkan Firat schnell durchgesteckt. Das sieht erst einmal gut aus. Jetzt ins Zentrum und setzt Jake Hurst zieht ab. Tor! 1:1! Jake Hurst on fire! Da ist er, der Ausgleich. Unsere Kamerafrau hat ihn eingefangen. Also Kasper, der OFC, er ist wieder da. Jake Hurst on fire! Also, da tobt das Stadion und auf das, was wir gewartet haben, das ist jetzt eingetreten. Jake Hurst musste den Bann brechen und wie brach er ihn? Natürlich jetzt hier mit dem Ausgleich 1:1. Und Kasper, jetzt sage ich dir, hier geht wieder alles. Hier muss jetzt alles gehen, aber es ist diese Fortsetzung gewesen von dieser Steigerung, die wir gesehen haben. Und klasse Aktion da. Nämlich wurde unser Luka Garic angelaufen, ganz, ganz hoch, wieder von Astoria Waldorf. Wie sie das bei unseren Sechsern schon die ganze Zeit machen. Aber der Garic hat einfach gewusst, ja, dann muss doch auf der linken Außenbahn dann jetzt Raum sein, wenn ich hier so angelaufen werde. Und genau das war der Fall. Links rausgespielt. Serkan Firat geistesgegenwärtig, ein super Pass auf Garic. Und Garic schlägt einen klasse rechts raus auf Jake Hurst. Der zieht einfach ab. Und dann ist die Kugel im Tor. Vielleicht lang. Jetzt die nächste Möglichkeit. Firat nach vorne reingeschlagen. Und was hat hier die Wende gebracht, als wir gesagt haben, ab sofort babbeln wir alles nur noch positiv. Das muss positiv abfärben auf unsere Jungs. Und das hat positiv abgefärbt. Und jetzt gibt es hier wieder eine kleine Show-Einlage des Schlussmanns, der hier in Ungnade gefallen ist, Jürgen Renner. Eieiei, da wirft er den Ball ganz in Zeiten aus, weil sein Spielkamerad sich wehgetan hat. Ja, aber es scheint... Karriere beendet, oder? Ja, also, gut, es ist die 67. Minute, ein bisschen früh für Zeitspiel. Aber vielleicht, wahrscheinlich hat er sich auch einfach dann wirklich wehgetan. Das ist nämlich der Sportskamerad Tarbin Jenti müsste das sein. Der hat sich da wehgetan. Und Zuschauerzahl. Ja, die schlimme Zuschauerzahl, pass auf, Minusrekord. Was? 5, oh. Also gut, 5106. Okay. Nee, also das sehe ich nicht. Ja gut, also wenn das da so steht, dann steht das da so. Also 5106. Gut, das ist eine ordentliche Zuschauerzahl. Eine ordentliche Zuschauerzahl. Die Zahl ist ordentlich. Also, was willst du denn? Alles gut. Ja, aber die einzige Erklärung wäre dann, dass hier auf der Haupttribüne ganz viele sind. Du musst das so sehen. Es kann sein, dass ja viele Dauerkartenbesitzer nicht gekommen sind und viele Besucher einfach mal gesagt haben, letztes Spiel, den gucke ich mir an. Ne? Ja. Und dann sieht das eben so aus, als ob das weniger wären. Und ich habe keinen Zweifel an dem, was unsere Verantwortlichen hier ausgewertet haben. Also 5106 ist gut. Also der einsame Tabellenführer hat gestern, was hat er gehabt? 4500 oder so. 4,5. Ja.
Also, unser Eckhardt führt die linke Außenbahn, ja, Walzer bis zur Grundlinie, kriegt er die Flanke noch rein Richtung Jake Hurst, ja, sehr schön hat er bekommen, kann er zurücklegen, genau, Luca Garasch, zieh einfach mal ab, Junge, tut er, ah, schade, Kugel kommt nicht durch, aber es Eckhardt führt mir auch das zweite Tor noch rein, also da kommt er von der linken Seite, Flanke hoch rein und dann ist das erste Mal vorbei, aber der UFC, der bleibt jetzt im Powerplay und hört nur, was hier los ist, wenn Stimmung ist, dann ist eben auch Stimmung, wie kann man denn eine ganze Halbzeit ohne Stimmung auskommen, ich fasse es nicht, ich glaube es nicht und so haben unsere Jungs auch gespielt, als ob es keine Stimmung war. Und es war keine Stimmung in der ersten Halbzeit. Also weiter geht's, munter putzen. Vorwärts geht's, der UFC, er muss noch einen reindrücken. Jetzt kommt er reingeflogen von der linken Seite. Kopf an Verlängerung. Oh, da hat er ihn. Da hat er ihn, Jürgen Renner, der Schlussmann, der Walldorfer. Donnerschlag, jetzt ist aber hier was los auf Biebershöhen. Ja, und so muss es jetzt weitergehen. Die letzten 20 Minuten, mehr als 20 Minuten. Walldorf wird wechseln gleich. Ich kann euch den Wechsel jetzt schon mal ein bisschen vorher ankündigen, es wird runtergehen. Taben Jenti, der sich verletzt hat, also das scheint wohl keine Show-Einlage gewesen zu sein, lieber Lars, weil der muss wirklich ausgewechselt werden. Und für ihn wird dann gleich ein Ersatz-Innenverteidiger wahrscheinlich ins Spiel kommen. Da wird Lovric nochmal umgemacht und unsere Jungs im Ballbesitz. Also man muss sagen, Daniel Steuernagel hat hier den Ausgleich eingewechselt, mit Garic, der die Situation komplett initiiert hat, und Jake Hurst, der den abgeschlossen hat. Und jetzt schöner Crossball von Dennis Schulte rechts raus auf Marx. Oh, klasse, noch im Spiel gehalten. Im Kung-Fu-Stil hat er das Ding reingeholt noch. Aber dass er das dann nicht so sauber verwerten kann, das wollen wir ihm nicht verübeln. Nein. Also, wir müssen hier gar nicht mehr so wahnsinnig viel schönreden, weil jetzt ist die Situation natürlich besser geworden. Unsere Jungs sind am Drücker. Das ist aber wenn es doch erfolgreich war, lass uns doch weiter so machen. Ich meine, wir müssen jetzt gar nicht mehr hier an der Wahrheit vorbeireden. Wenn wir schön reden, dann ist das jetzt die Wahrheit gerade. Ja, und der UFC, der kommt dann heute über die linke Seite jetzt mit dem Antrieb dort. Hier ist es Scheffler. Ja, dann kommt Vetter, der dann nochmal ablegt. Ins Zentrum wandert der Ball mit Kosawada. Der will vorbei an der linken Seite. Jetzt wird es enger und enger. Am Strafraum, im Strafraum, zieht er ab und Tor! 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 Dreske! Flo Dreske macht das Tor. Heute sein letztes Spiel. Und da habt ihr ihn im Bild. Der Regionalliga Südwest-Torjäger schlechthin. Flo Dreske lässt den Berg wieder beben. Rot-weißes Glücksgefühl ist zurück. Der Nikolaus, der kann kommen. Jetzt von mir aus gerne Flo Dreske. Also kurze Schilderung. Wird da im Strafraum angespielt. Kosawada will eigentlich einlaufen. Und Dreske sagt, nö, lieber Co, den mache ich selber. Ganz überlegt, rechts unten ins Eck eingeschoben. Vom Strafraum, von der Strafraumkante. Große Klasse gemacht. Da sieht man einfach die Ruhe, die er als erfahrener Stürmer hat. Und wie schön ist das jetzt? 2:1 führen wir und so muss es jetzt weitergehen. Jetzt müssen wir hier für klare Verhältnisse sorgen. Und noch kleine Erzählung. Daniel Steuernagel beim Jubel hat er sich komplett auf den Rasen gelegt. Ausgerutscht wie sonst was. Hat den Diver gemacht. Ja, also einen unfreiwilligen Diver. Aber da sieht man halt auch einfach, was ihm das bedeutet. Also kann ihm keiner nachsagen, dass er hier nicht mit. Also wir sehen zwei verschiedene Halbzeiten und auf den, der kommt erneut jetzt außer Rand und Band. Vorher im Negativen, jetzt dann doch im Positiven. Serkan Ferhat mit großem Kampfstehen vorbei. Also, und Dreske, das gönne ich ihm, dem tollen, sympathischen Kerl, der uns heute verlassen wird hier, dass er hier nochmal sich mit einem Tor verabschieden kann. Und wer weiß, aber jetzt auch gefährlich. Oi, oi, oi. Lovric macht das einzig Richtige, lässt den Ball durchlaufen. Donnerschlag, Donnerschlag. Also jetzt hat es großen Unterhaltungswert, das Spiel. Ja, und was habe ich denn gesagt? Unsere neue Kamerafrau, die können wir weiterhin verpflichten, oder? Also die macht die Tore rein. Bei so einem Anfang und dann hier noch zwei Tore rein zu filmen, also das schafft nicht jeder, Lars. Dass sie am Anfang einen gefangen hat, ist ja klar, sie musste sich erstmal reinarbeiten. Aber jetzt siehst du ihre grandiose Leistung. Ja, also noch kurze Wechsel, den wir durchgeben müssen auf Seite von Astoria Walldorf. Die Nummer 24, Darian Gurley ist gekommen für Taben Nienti. Also das war wirklich eine ernsthaftere Verletzung, gute Besserung an der Stelle und der OFC kommt wieder über die linke Seite, muss aber erstmal abbrechen. Oh, schön gemacht von Vierat. Dem gelingen jetzt auf einmal auch wieder solche Aktionen. Sehr schön. Und Jake Hurst wird steil geschickt. Rechte Außenbahn, Grundlinie. Kann er die Flanke vielleicht reinbringen? Jetzt flach rein, Dreske. Oh, schade. Ja, Kasper, jetzt kann ich das auch aufklären, warum wir heute 5.100 Zuschauer haben. Denn es war doch so, dass wir jedem Dauerkartenbesitzer eine Freikarte gegeben haben. Ja, und die diese eingelöst haben, die sind halt jetzt auch da. Und so kommt das auf 5.100. Also eine schlaue Marketingmaßnahme, würde ich sagen. Genau, also sehr schön. Und das sind dann natürlich einige, die dann zum ersten Mal im Stadion sind. Ich habe die ja auch in der Bahn getroffen. An dieser Stelle an Daniel Merten, der das aufgeklärt hat. Genau, sehr schön. Gut,
guter mitgedacht. Deutlich schlauer gewesen als wir zwei Dummbabbler vom Dienst hier. Ja, und der OFC, er schafft jetzt zumindest in der zweiten Halbzeit Werbung für die zu machen. Ja, da gibt's Platz für den Türken, Serkan Firat, auch wenn auf der Außenbahn hier gedrängt wird. Schöne Haken geschlagen, da geht er vorbei, jetzt zieht er ein bisschen in die Mitte rein. Nochmal rausgelegt auf Johnny Marx, der geht bis zur Grundlinie, jetzt kommt die Flanke. Und der Kick für den OFC. Und die Kickers-Fans sind außer Rand und Band, 73 Minuten gespielt. Man ist wieder mehr als im Geschäft. Nein, nicht nur der Ausgleich, auch der Führungstreffer, der ist hier erzielt worden. Und jetzt soll nachgeladen werden, was sage ich, nachgelegt werden. Und er soll er reinfliegen ins Tor, das wollen wir sehen. Jetzt also von der Ecke, also kommt die Flanke rein in die Mitte. Ah, der war schon hinterm Tor, der war schon fast im Aus. Ja, ja, ja. Und dann gibt es Abstoß vom Gehäuse des Schlussmanns auf Waldorfer Seite, Jürgen Renner. Also wir sind zurück im Spiel, wir haben das Spiel gedreht, dass wir Spiele drehen können, haben wir oft gezeigt. Es kam trotzdem, auch für mich, der ich eigentlich häufiger Optimist bin als Pessimist, doch überraschend, dass das jetzt so gut von der Hand ging, dieses Spiel zu drehen in der zweiten Halbzeit. Und ja, jetzt spielen wir ein bisschen hinten rum. Müssen wir mal schauen, wie wir die letzten 18, 19 Minuten hier gestalten, weil ich glaube nicht, dass Astoria Waldorf sagt, ja, danke, dass wir hier sein durften, wir fahren jetzt wieder heim. Die werden sich jetzt schon noch irgendwas einfallen lassen wollen. Ja, aber ganz ehrlich, sie konnten ja auch nicht ernsthaft erwarten, dass der OFC diese Krütze weiterspielt und dass es hier bei diesem Stimmungsboykott bleibt. Also insofern, ja, dürfen sich dann auch nicht beschweren. Und ganz ehrlich, man muss ja auch sagen, hätten sie zur Halbzeit 2 oder 3-0 geführt, hätte sich hier niemand beschweren können und dann wäre das Ding gelaufen gewesen. Und so, ja, ist es halt nun mal, jetzt führt der OFC. Und da ist Treske erneut unterwegs, das ist Jake Hurst. Der geht jetzt vorbei hier, Jake Hurst auf der rechten Außenbahn. Und dann ist er erst einmal abgebremst worden, aber er bleibt zumindest im Ballbesitz. Schön vorbeigemacht und jetzt in die Mitte rein. Jetzt muss er aber abziehen, nochmal fetter gelegt. Der zielt und verfehlt links. Aber Ecke, diesmal von links. Kaspar babbelt das Ding rein. Ja. Und der Geist von Marco Rapp legt weiter in Luka Garic, der sich nach wie vor weigert, hier Torschüsse abzugeben. Aber jetzt eine Ecke, weitere Chance hier. Und jetzt kommt die Schlussviertelstunde, wird eingeläutet, die Glocke, sie läutet. Also tatsächlich die Schlussviertelstunde. Und da werden wir doch erneut empfänglich. Kaspar, babbel das Ding rein, komm! Serkan Firat hebt jetzt die Hand, der Ball wird wegkommen vom Tor, da kommt er auch jetzt hin. Hoher Ball, rutscht durch, da wäre fast Vetter noch angekommen. Der zweite Ball ist bei Jan-Hendrik Marx, ganz, ganz aufmerksam. Diese Kugel noch erlaufen, zurückgelegt auf Mike Vetter. Ja, der stoppt die Kugel gut ab, legt zurück raus auf Marx. Ja, man versucht jetzt irgendwie in Flankenposition zu kommen. Marx geht da zur Grundlinie, aber wird halt gestellt vom Astoren. Was holt er jetzt da noch irgendwie raus? Zumindest einen Einwurf für unsere Jungs. Fast auf Höhe der Eckfahne. Und den Einwurf, schauen wir mal, wo sich die Leute frei laufen. Serkan Firat läuft sich da frei, kriegt jetzt auch die Kugel an der Grundlinie. Ja, holt eine Ecke, was gibt's da? Eckball für den OFC, sehr schön, das absolute Maximum. Also von der rechten Seite, haben wir eine Eckballbilanz? Nein. Kaspar. Ich hab sie direkt an die Stadionwand geworfen. Ja, da hast du wieder schön abgelenkt von deinen eigenen Versäumnissen, denn du hast diese zu führen. Aber gut, weiter geht's mit dem OFC, der kommt jetzt hier über die rechte Seite, da kommt die Flanke noch einmal rein. Scharf geschossen, allerdings erst einmal mit der Faust dazwischen. Kosa war da mit dem zweiten Ball, aber der geht ins Fangnetz, da gibt's keine Probleme. Übers Fangnetz, ja, also keine Mühe für Jürgen Renner. Also, ja, wir fassen zusammen für die, die ganz, ganz spät eingeschaltet haben. Nach 5 Minuten musste es eigentlich 3-0 für Waldorf stehen. Ihr hört richtig, denn die haben uns schwindelig gespielt, beziehungsweise der OFC, der war gar nicht auf dem Feld. Dann kam das 1-0, ja, und sie hätten auch erhöhen können oder müssen auf 2-0. Der OFC desolat in der ersten Halbzeit. Ja, in der zweiten Halbzeit hat er sich rangekämpft, reingekämpft und das Spiel umgebogen. Nicht nur mit dem Ausgleich, sondern auch mit dem Führungstreffer. Und jetzt kann und soll und muss natürlich noch einer reinfallen, damit die Entscheidung hier endgültig gefasst ist. Und es sind 77 Minuten gleich gespielt. Naja, also ein bisschen was kann und soll noch gehen, oder? Ja, und wenn du sagst, dass Waldhof halt auch eine Qualität hat, wenn sie unverdient irgendwelche Spiele gewinnen, haben wir aber zumindest eine ganz, ganz dicke Qualität, nämlich von Nackenschlägen uns nicht beeindrucken zu lassen, immer wieder zurückzukommen. Ich weiß nicht, Mentalitätsmonster. Wir haben ja auch gesagt, bei all der Krütze, die sie gespielt haben, das kann und wird so nicht bleiben. Sie werden das noch irgendwie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das war unser Fazit. Ja. Und es ist ja wirklich ganz auffällig, diese Saison. Serkan Firat wird da umgehauen. Ja, Firat wird dort ja voll in den Rücken.
wird umgehauen, liegt hier auf dem Feld. Da habt ihr es im Bild, Serkan Firat. Da entschuldigt er sich auch. Der Bösewicht, der kriegt keinen Schokopudding. Nee, der braucht auch keinen Schokopudding. Der kann auch so schnell genug laufen. Und kalt muss er duschen. Ja, das können wir einrichten. So, jetzt schauen wir, was der OFC macht. Bisher war die zweite Halbzeit eine kalte Dusche für Astoria Walldorf. Da haben sie direkt zwei Dinger reinbekommen. Oh, klasse Ball von Garic. Schöner Chipball rein in den Strafraum. Oh, also, ich muss dir sagen, viel besser hätte ich es auch nicht gemacht. Nein, also du schon mal gar nicht, Lars. Du hättest schon mal... Oh, jetzt wird der Garic hier getunnelt. Sie versuchen auch das Bällchen laufen zu lassen, aber es bleibt beim Versuch. Der OFC erste Mal Herr der Lage hier auf der Außenlinie. Schön mit dem Hackentrick, der ist noch drin, ganz klar, weiter geht's. Eieiei, da lässt er den Fuß stehen und der lässt weiterspielen. Donnerschlag, das war ein böses Foul, meine Herren hier. Direkt vor unseren Augen. Aber der Vorteil ist, so laufen für den OFC von der linken Seite. Jetzt Schäffler, da kommt die Flanke, aber dann deutlich verzogen. Deutlich verzogen. Der Schiedsrichter hat es gesehen, dieses heftige Foul an Garic, und dafür sieht der Kollege mit der Nummer 7, den wir gerade schon im Schokopudding abgesprochen haben und die warme Dusche, nämlich der Tim Fahrenholz, gelb. Das heißt, was ist die nächste Stufe im Strafenkatalog? Kalte Dusche, kein Pudding, was gibt's noch? Weiß ich nicht. Also, ja, da müssen wir uns vielleicht mal was ausdenken. Vielleicht fehlt uns da an Autorität, uns beiden. Wenn wir nur den Schokopudding und die kalte Dusche als Strafe haben, da muss noch mehr kommen, Lars. Da müssen wir vielleicht für die nächste Woche unsere Hausaufgaben machen. Mach das mal. Also jetzt gibt es hier nochmal einen Wechsel auf Waldorfer Seite. Goras kommt und Pelowski geht. Pelowski ist jetzt neu. Genau. Und ja, also bei Waldorf, vor allem bei Weckesser, der da im Sturm ist, der beste Torschütze bei Ihnen. Der ist ordentlich sauer und wenn ich jetzt gerade auf den Spieler, einer der beiden, der eingewechselt wurde, also die Nummer, ich weiß es gerade gar nicht, wer da eingewechselt wurde. Vier, glaube ich. Die Nummer 4. Pelowski. Ja. Also. Der hat nämlich die Nummer 8 gerade eingewechselt, der Minos Kuras, der hat da keinen Spielernamen auf seinem Trikot stehen, sondern einfach einen weißen Balken da hinten. Ja, der hatte so ein Kreppband draufgeklebt hinten auf dem Trikot. Und Serkan Firat, also das muss man ja sagen, er gewinnt ja schon die Zweikämpfe, er gewinnt sie ja fast alle. Auch in der ersten Halbzeit hat er die Zweikämpfe gewonnen, nur dann war es eben mit den Abspielen, da hat es dann eben gehapert. Aber auch das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Und schon für der OFC 2:1, 10 Minuten vor Schluss, zumindest was die offizielle Spielzeit angeht. Erst einmal eitel Sonnenschein, aber, ganz ehrlich, es ist der dünnste aller Vorsprünge, nämlich nur mit einem Tor. Da muss noch was kommen. Und jetzt hat sich hier Treske nochmal verletzt, oder? Ja, also es ist schon auffällig, dass die Astoren ganz, ganz oft in diesen kleinen Situationen nochmal irgendwo den Fuß stehen lassen oder nochmal irgendwie den schmerzhafteren Weg für uns wählen. Also das ist kein schönes Spiel für unsere Jungs. Offenbare Landwirte mit Kartoffeln mahnen und jetzt wird hier die Kartoffelernte gemacht hier. In den Furchen stecken die Kartoffeln drin, oder? Siehst du das? Ja, also das ist vielleicht schon die Grube Messel da hinten, was da unten teilweise rumfliegt. Also Kurser war da aufgepasst. Ja, über links versuchen sie es erneut. Also überhaupt die Tangente dort hinten mit Schäffler, da gefällt mir richtig gut. Ja, und da kann Mike Vetter nicht mehr richtig ran und so gibt es Abstoß vom Tor der Astoren aus Walldorf. Jürgen Renner wird das ausführen. Naja, 9 Minuten noch offiziell zu gehen. Ja, und ich sehe da hinten beim Tor von Jürgen Renner eine große Bande. Blaue Bande, weiße Schrift, Offenbach steigt auf, Ausrufezeichen. Für was macht das Werbung? Oder was hat es damit auf sich? Oh, Ballgewinn, Serkan Firat! Und jetzt marschiert er Richtung das Tor von Jürgen Renner. Wo spielt er hin oder schießt er selbst? Aber schießt er selbst ab, der Ball im hohen Bogen. Ah, kommt aber nicht ins Tor. Leider, schade. Das war die große Chance. Aber Lars, kannst du die Frage vielleicht beantworten, was hat das mit diesem Offenbach-Steig auf da hinten auf sich? Ich sehe das gar nicht. Ich weiß gar nicht, was nicht du da in siehst. In der Rossbach-Werbung, Bande, die zweite, also von ganz links die zweite. Keine Ahnung. Müssen wir mal der Sache auf den Grund gehen. Aber ja, das ist ja auch erstmal ein Fakt. Offenbach steigt auf. Ausrufezeichen. Die Frage ist nur wann. So, und jetzt kommt erstmal Walldorf über die rechte Seite ins Zentrum reingezogen. Oh, gefährlich. Aufpassen hinten. Johnny Marx. Der spielt hier den letzten Mann. Hat das Ding weggehauen. Und Serkan Firat. Ja, der hat die Kugel geholt, obwohl ihn hier der Walldorfer Trainer ein bisschen behindert hat. Und diesmal hat er gut abgespielt. Klasse gemacht. Und Garic, ja, der versucht es mit dem Zuckerpästchen. Aber das ist so viel des Guten für Treske, der ja hier schon sein Tor gemacht hat. Oh, aufpassen mit der schönen Spielerei, mit dem Hackentrick. Sollte man nicht rückwärts spielen. Und Jake Hurst, der ist ja richtig on fire. Und jetzt kommt noch Johnny Marx on fire. Über die rechte Seite geht bis zur Grundlinie. Jetzt kommt die Flanke und Ecke von rechts. Genau, und die wird wieder Serkan Firat bringen. Und
Da muss man einfach ganz tief den Hut ziehen, wenn du so unglaublich einen schlechten Tag hast wie der Serkan Firat, aber dich so reinarbeitest, weil nichts anderes ist das, was der Serkan da macht. Der arbeitet sich da rein, schmeißt sich in jeden Zweikampf. Vom Einsatz kannst du ihm gar keinen Vorwurf machen. Und inzwischen hat er auch ein bisschen weniger Pech, hat viele gute Aktionen jetzt in der zweiten Halbzeit gehabt. So wie die komplette Mannschaft. Also Sinnbild für die komplette zweite Hälfte. Jetzt kommt die Flanke rein, aber Jürgen Renner ist da. Die Ecke leider nicht von Erfolg gekrönt. Ja, jetzt will er abwerfen, aber er weiß nicht so ganz wohin, weil unsere Jungs das ganz gut zustellen jetzt. Ah ja, wegen mir kann er jetzt abpfeifen. Es sind zwar noch 7 Minuten zu spielen, aber beim Stande von 2:1, da soll es mir recht sein. Und ganz ehrlich, solche dreckigen Spiele musst du gewinnen. Ja, das sind die dreckigen Siege. Das siehst du dann an den Trikots und den Hosen von jedem einzelnen unserer Spieler. Wie dreckig dieser Sieg war, das absolut war matschig, das war eine Fight. Und da muss man sagen, sowas ist dann vielleicht auch mal schwerer als ein ganz souveräner 3-4-0-Sieg, weil sie wirklich sich da reinfighten mussten. Es war nicht einfach so, dass es von selber ging, dass es lief heute, sondern es lief alles gegen sie heute und sie haben es halt trotzdem irgendwie geschafft, das Spiel zu drehen. Trotzdem müssen wir irgendwie diese Schlussphase jetzt noch überstehen. Schwer genug ist das ja und Serkan Firat auf der rechten Außenbahn. Serkan Firat, der versucht jetzt hier durchzugehen, ist schon vorbei am ersten. Jetzt 2 Offenbacher, 3 Offenbacher gegen 3 Waldorfer. Oh, Firat hängen geblieben. Und so kommen die Freien. Oh, nein, der Ball geht ins Aus und da gibt es Einwurf für Astoria Waldorf. Ja, das wird der neue Mann sein, der den bringt. Das ist Darian Görley. Frisch in die Partie gekommen. Verletzungsbedingter Wechsel bei Astoria Waldorf war das, ja. Und er bringt jetzt den Einwurf Richtung Nikolai Groß. Das war, glaube ich, auch der Torschütze. Ich habe vorhin, glaube ich, fälschlicherweise Erik Weckes als Torschütze genannt. Und der spielt den Ball im Aus. So haben wir Einwurf schon ausgeführt. Serkan Firat behauptet da die Kugel. Versucht er durchzustecken auf Jan-Hendrik Marx. Das funktioniert leider nicht. Da hat die Astoria aufgepasst. Ich glaube, so viele Fehlpässe wie heute hat Firat im ganzen Leben noch nie gespielt in einem Spiel. Ja, aber er hat auch den 2:1-Treffer schwer mitinitiiert. Also, oh! Oh ja, Tor! Nein, vorbei, links vorbei! Oh, die Riesenmöglichkeit jetzt für Astoria Waldorf. Oh, war das eine Rückgabe oder was war das? Nein, das ganz durchgesteckt, in die Tiefe gespielt und dann links am Tor vorbei. Ja, das war ein sauguter Steckpass auf den neuen Mann, Minos Guras. Sau schnell scheinbar, setzt er dann nochmal den Antritt. Auf einmal hat er komplett Platz gehabt vor Daniel Entris. Und ich weiß nicht, wie der Zweikampf dann noch weitergegangen ist. Ich habe dann den Ball gefolgt, aber Daniel Entris liegt da verletzt am Boden. Aber die Kugel tänzelte dann so ganz langsam links am Tor vorbei. Ja, die Kamerafrau hat es im Bild. Also Daniel Entris, der ist dort hier verletzt. Erst einmal in Behandlung. Und da habt ihr es im Bild. Und mal schauen, hoffentlich hat er da nichts Schlimmeres eingefangen. Denn das sieht ja jetzt hier alles soweit ganz ordentlich aus, was hier in der zweiten Halbzeit abgeht. Nee, da steht er wieder auf. Also Eckes, er ist wieder da, so wie der OFC auch wieder da war. Oder ist, so muss man es ja sagen. Und normalerweise sagen wir immer, er war nie richtig weg, aber heute war der OFC schon ziemlich weg. Der war weit weg, der OFC. Weit weg vom Gegenspieler, weit weg vom Fußball. Aber er hat sich dahin zurückgearbeitet, zurück ins Spiel. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir uns nicht um die Früchte von links aufpassen. Genau, Eckballverhältnis 6:3 für den OFC übrigens, Lars. Und jetzt schauen wir, jetzt kommt die Ecke nämlich rein auf den ersten Pfosten. Verlängerter Hugo. Fast auf der Linie geklärt von Kosawada. Also jetzt müssen wir schon aufpassen, denn ich habe es ja eben gesagt, das ist der dünnste aller Vorsprünge, nämlich nur mit einem Tor. Eieiei, aufpassen, wenn die Waldorfer wieder Lundel riechen. Dann geht's los, aber jetzt ist die Konterchance für den OFC schnell eingeworfen auf Serkan Firat. Was macht er? Ja, muss erstmal abwärts stoppen, verzögern, durchstecken. Schlampig gemacht. Meinen Firat, das gibt es doch nicht. Was hat der Junge heute nur am Fuß, oder? Ja, das ist wirklich Pech, aber es war keine einfache Situation, weil halt gut gestellt wurde. Oh, Jake Hurst, weiter Ball Richtung Jake Hurst. Ja, der kommt nicht ganz an. Aber natürlich bitter. Und jetzt kommt Kevin Ekpiele gleich in die Partie. Ich denke mal, Kosawada wird rausgehen. Defensiver für Offensiver. So wird wahrscheinlich der Wechsel sein. Warum man jetzt einen Defensivmann bringt, weiß ich nicht. Jetzt kann man sagen, wir spielen auf Halten. Aber ich weiß nicht, ob man auf Halten spielen kann. Wir müssen einen machen. Naja, vielleicht müssen wir auf Halten spielen, weil Astoria jetzt nochmal kommt. Aber das ist wenn es gut geht, dann ist es so. Und wenn es nicht gut geht, dann war es die falsche Entscheidung. Das ist die einfache Regel. Ja, das ist so einfach. Trainerleben. Wir haben es hier leicht, gell? Wenn wir gewinnen, hat er recht gehabt, der Daniel. Ah, Serkan Firat geht raus. Er hat gerackert, er hat gearbeitet, ist ein toller Kerl. Aber, hinten raus ist ihm nichts gelungen. Und er ist auch total frustriert. Ja, er
Ja, ist sehr unzufrieden, tritt jetzt hier nochmal in den Boden. Aber ist ein toller Kämpfer. Weiter geht's, Herr Kahn. Munter putzen. Und jetzt hier nochmal, ja, 2,5 Minuten offiziell zu gehen auf Biebershöhen. Ah, jetzt kommt der weite Schlag. Endres, oi, hast du da oben gerannt? Da kann man auch mal pfeifen, Herr Schiedsrichter, da kann man auch mal pfeifen. Aber der Kollege entscheidet sich dagegen. Ja, und wir holen die Kugel. Mike Vetter geht da vorbei am ersten Gegenspiel. Ah ja, da wird er gezogen, meine Herren. Und jetzt reicht's doch mal. Jetzt reicht's doch mal, wirklich. Und da gibt er auch Freistoß. Ich hoffe, aber nur Freistoß. Ich hoffe, da kommt jetzt noch irgendwo die gelbe Karte. Das war die Textilprobe. Der hat das Trikot auf 7 Meter gezogen. Aber wo ist denn die gelbe Karte für den Jungen? Meine. Also, ein klareres taktisches Foul werdet ihr nicht finden. Sowas zeigt man in der Trainerschule als Beispiel für ein taktisches Foul. Zieht ihn am Trikot, weil es sonst brennt. Und da musst du dann gelb geben. Es gibt überhaupt gar keine Alternative. Also läuft er jetzt mit dem Freistoß vorne reingeschlagen. Noch einmal, zweiter Ball. Ekpede mit der ersten Ballberührung. Eben kam er rein und jetzt, ja, erst abgelegt und dann, ja, ins Fangnetz. Links geschossen, direkt geschossen. Warum denn nicht? Ganz klar. Es war Garic, glaube ich, ne? Bevor es hier einen Konter gibt. Also Torschuss Garic, das sehen wir auch nicht so häufig. Immerhin, wertvolle Zeit ist verstrichen, aber ich weiß nicht, ich bin da immer so kein Freund von auf Halten spielen zu Hause, gerade gegen so einen Gegner. Aber gut, das ist leicht gesagt alles. Wie man es macht, ist es richtig oder eben falsch, je nachdem, wie es ausgeht. Also der OFC, ja, der versucht natürlich auch trotzdem noch die Nadelstiche zu setzen. Aber Waldorf kommt der Neue dort vorne und Ecke ist wieder genesen, nimmt den Ball auf. Ui, 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 ui. Der zerrt jetzt auch an meinen Nerven, aber er war ganz cool. Ja, ja, das war ja vollkommen klar. Da haben wir nur lange gewartet, bis er den Ball aufnimmt. Das sind nämlich auch wieder 1, 2, 3 Sekunden, die verstreichen. Das ist natürlich alles gelernt. Wie nehme ich Zeit von der Uhr? Jake Hurst kann er den Kopfball jetzt verlangen, Richter Preske kann er leider nicht. Und ja, aber wir holen die Kugel zurück. Waldorf auch jetzt mit einigen leichten Fehlern. Schön gemacht von Jake Hurst. Der hat sich gut durchgesetzt hier. Am dritten, am vierten. Immer noch Jake Hurst. Sehr gut gemacht. Und Treske jetzt im Verbund mit Kosovala durchgesteckt. Mike Vetter, der muss ihn reinmachen oder versucht ihn zu lopfen. Längs vorbei, aber dann. Naja, da ist sich auch eingehakt. Natürlich gibt es Gelb für Vetter. Ja, ja, gibt es Gelb. Aber großer Einsatz, ganz klarer Fall. War nochmal eine gute Möglichkeit. Also, das gefällt uns alles schon viel, viel besser. Da das Spiel in dieser Sekunde offiziell beendet ist, aber da wird es noch was drauf geben. Wir schauen mal hin, was der Schiri denn anzeigt, was er denn noch drauf geben will. Bis jetzt hat er es noch nicht angezeigt. Doch, was zeigt er da? Was zeigt er da? Schlecht kann man sehen. Drei Minuten. Also 3 Minuten. Ja, der Schiri, der will auch die Kickers sehen, logisch. Wer will es ihm verdenken? Also, da kommt der Ball noch einmal in die Mitte, aber da ist so recht keiner. Außer den Waldorfern, die versuchen noch mal irgendwas. Aber jetzt der Konter mit Jake Hurst, der geht auf den Torhüter zu. Und jetzt muss es klingeln. Nein, nicht drin. Weltklasse-Parade, da kann man dem Jake keinen großen Vorwurf machen. Legt ihn einfach super vorbei am Keeper, aber der kriegt da irgendwie die Pranke noch dran. Und so Astoria Waldorf nochmal in die Offensive. Oh, da ist im Zentrum viel Platz, da müssen sie jetzt ein bisschen aufpassen. Da musst du besser zurückrücken, da ist viel Platz im Rückraum. Aber Schäffler macht ein klasse Spiel. Geil gemacht von Schäffler und er treibt die Mannschaft nochmal an. Treske, komm schnell weiterleiten auf Dressler, genau, auf Schäffler. Und jetzt geht's weiter mit Jake Hurst auf der rechten Außenbahn. Hat er sich hier erst einmal hier positioniert, da will er wieder vorbei. Aber ich weiß nicht, da haben sie jetzt wirklich viel Zeitspiel im Sinn. Und Kosovana, der bietet sich nochmal an vor der Strafraumgrenze, geht bis zur Grundlinie. Und Ecke in der Nachspielzeit. Das ist wertvolle Zeit, da wir jetzt 1,5 Minuten gleich drüber sind und es nochmal Ecke gibt für den OFC. Also, das ist, wenn ich das richtig sehe, Kosawada, der die Ecke schlagen will. Also der Japaner, der will das Ding reindrehen. Ne, die machen das kurz, pass auf. Also kurz gemacht, genau. Das soll Zeit schinden, Treske, der ist bei ihm. Ja, oh, da machen sie es hier am Eckfähnchen. Ja, da haben sie viel Spaß miteinander. Denn die Zeit, die soll ja runterlaufen. Und jetzt hat es Waldorf natürlich ganz, ganz eilig mit dem Langholz nach vorne. Naja, und jetzt geht es hier hin und her. Waldorf noch einmal. Komm da über die Mittellinie. Ja, ja, Garic, hast du gesehen, der hat sich festgebissen an ihm. Kriegt auch Gelb dafür. Taktisches Foul. Ja, ja, richtige Entscheidung, aber das taktische Foul zu ziehen hier von Garic. Sehr, sehr gut da aufgepasst, weil sonst wäre es ja ein bisschen gebrannt.
Und jetzt geht der Torhüter schon nach vorne bei diesem Fall. Also der Torhüter kommt raus von Waldhofer Seite. Jürgen Renner, der will jetzt unbedingt auch noch ein Tor machen. 2,5 Minuten gleich über die Zeit. Und 3 Minuten sollten es werden. Also alles noch im Lot. 2:1 für den OFC, hauchdünn. Aber jetzt Freistoß. Astoria Waldhof. Gefährlich, gefährlich. Da kommt er vorne rein. Auf den Elfmeterpunkt. Erst einmal geschlagen. Die Offenbacher versuchen hinten rauszuholen. Und Freistoß gibt es für den OFC. Wertvolle Zeit. Und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Foul. An wem war das? Vetter oder Garic? Weiß ich. Vetter. An Mike Vetter. Und er legt dort auch. Ja, und da haben wir ihn wahrscheinlich auch im Bild. Da muss er vielleicht nicht behandelt werden. Aber die wertvollen Sekunden, die hat er alle mal rausgeholt. Und Kaspar, jetzt lege ich mich fest, den Dreier haben wir gezogen. Da noch 7 Sekunden, 6, 5 sind. Also wohlgemerkt in der Nachspielzeit, dann sind die 3 Minuten rum. Und wenn der Ball jetzt in der Luft ist, dann muss er abpfeifen und erlösen. Und dann haben wir hier den Heimdreier gefahren. Und da ist er, der Sieg! Das ist der Sieg! Kickers Offenbach schlägt Astoria Waldhof. Und der Mikro sagt Tschüss, Lars Kessler. Und Kaspar Lauck, ciao ihr Leute, feiert schön! Yeah.